Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde, dass wir die Botschaft oder möglichst viele Leute bringen können. Und Dank an jeden, der sich hier die Mühe angetan hat, herzukommen. Erstmal ein paar Worte zu meiner Person. Werner Altnickel, ich bin 58 Jahre alt, habe 5 Kinder, bin vom Beruf Rundfunk-Fernsehtechnikermeister und habe 20 Jahre lang Fernsehladen gehabt. Bin wie 1986 das Tschernobyl-Kraftwerk in die Luft flog, aufgewacht und habe da Umweltschutzarbeit gemacht. Habe erst an einer kleinen Initiative mitgemacht, Mütter und Väter gegen atomare Bedrohung, und die Leute an Infotischen aufgeklärt über die Fallouts und was man besser essen sollte und was besser nicht. Und bin dann 1987 zu Greenpeace gekommen, habe die Greenpeace-Gruppe in Oldenburg 17 Jahre lang geleitet, habe also nicht nur Aktionen mitgemacht, sondern auch Politiker-Hintergrundgespräche geführt. Ich habe auch im Landtag mal was vorgestellt und so weiter. Hat viel Spaß gemacht bei Greenpeace. Ich bin durch sehr, sehr viele Themenbereiche auch gekommen, ob das jetzt Wasserproblematik war, Klima, Ozon und so weiter. Und habe damals, sage ich mal so, die offizielle Mainstream-Meinung auch geglaubt. Ich bin dann aber nach und nach hintergekommen, dass es verschiedene Dinge gibt, die auch Greenpeace wohl nicht anfassen will oder darf. Also, ich habe also, um nochmal da einzuhaken, ja, Aktionen gemacht, auch gegen Atomkraftwerke und all solche Geschichten. Ich habe auch im Schlauchboot da bei Kronos Titan mitgesessen, Dünnsäureverklappung in der Nordsee. Und habe dann gesagt, mein Schwerpunkt war ja dann Energie, alternative Energie. Habe also 1987 dann angefangen, mir selbst eine Photovoltaikanlage auf mein Hausdach zu bauen mit Einspeisung, also Sonnenstrom zu nutzen. Habe das dann immer weiter ausgebaut, weil ich habe gesagt, wir können den Leuten nicht immer nur sagen, gut, die AKWs müssen weg, wir müssen den Leuten auch eine Alternative bieten, und zwar eine positive Alternative. Und ich habe dann so ein Projekt aufgestellt, mit dem ich bewiesen habe, dass man in Norddeutschland mit 90% oder über 90% klarkommen kann, nur mit natürlicher Energie, und zwar mit Sonnenstrom, mit einem Blockheizkraftwerk, also einem Motor, der reines Pflanzenöl frisst, also nicht den Rapsmethylester, sondern das reine Pflanzenöl, wo dann also ein Generator dran gekoppelt war, der gleichzeitig Strom gemacht hat. Also wir haben unsere Häuser geheizt damit und unseren Strom gemacht. Mein Fernsehladen, mein Elternhaus, mein Haus schräg gegenüber der Straße mit Fernwärmeleitung und Strom unter der Straße durch, und mein Haus von meinem Sohn im Garten auch noch. Ich habe dann für diese Aktivitäten eben diesen Deutschen Solarpreis gekriegt, bin auch viel durch die Gegend gereist und habe die Leute immer aufgefordert, Leute, wir müssen was ändern, wir können nicht so weiter konsumieren, so viel Müll produzieren und so weiter und so fort. Das war ja alles sehr erfolgreich, und ich habe darüber natürlich gute Pressekontakte gekriegt über diesen Preis und hatte dann auch das japanische Fernsehen bei mir zu Hause, die auch berichtet haben, und deutsche Sender und so weiter. Insofern habe ich eigentlich ganz gute Pressekontakte gehabt und durch die Greenpeace-Schose auch. Wie ich nun auf dem Dach saß 2003, fielen mir also diese massiven Streifen am Himmel auf, die ich in der Massierung vorher nicht bemerkt hatte. Nun muss ich dazu sagen, Oldenburg hatte einen Militärflugplatz vor 10, 12 Jahren, der ist aber geschlossen worden, darüber waren wir auch ganz glücklich, wegen der geringeren Geräusch- und sonstigen Emissionen. Und ich habe schon gedacht, das gibt's doch gar nicht, jetzt so viel Streifen am Himmel, das sieht ja aus wie in Frankfurt. Haben die heimlich hier einen Flughafen gebaut oder was ist los? Und mir ist dann durch Zufall eine kleine Schrift in die Hand gekommen, ich meine symptomatologische Nachrichten oder so ähnlich hieß das Blatt, wo Gabriel Stetter, einer ihrer Volksgenossen hier, damals berichtet hat über diese Streifen. Und da fiel mir das wie Schuppen von den Augen, sie sagt, ja, das ist die Erklärung. Ich bin dann gleich, ja, einen Artikel hat er auch noch geschrieben in Raum und Zeit, eine Zeitschrift, die sehr interessant ist, aus Wolfratshausen. Ich bin dann gleich nach Wolfratshausen gefahren, zu Raum und Zeit, habe mit der Redaktion gesprochen und von da aus gleich weiter zu Gabriel Stetter nach Basel. Habe mich mit ihm kurz geschlossen, habe Dokumente gesichtet und so weiter, und seitdem arbeiten wir halt zusammen. Und was er in der Schweiz versucht hat hochzupumpen, also das Thema bekannt zu machen, habe ich halt mir auf die Fahnen geschrieben, um das für Deutschland zu machen. Ja, wie ging das los? Als erstes habe ich Greenpeace erstmal informiert, nachdem ich mich mit Dokumenten vertraut gemacht hatte und für mich erstmal klar war, da ist was dran, und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist leider Verschwörungstatsache.
Und Greenpeace wusste dann schon von den Artikeln, aber die haben gesagt, ne, vorläufig machen wir da aber nichts zu, das finden wir noch nicht so interessant und so weiter. Also ich habe die dann immer fleißig weitergefüttert mit Material. Zwischenzeitlich lernte ich dann einen ehemaligen Luftwaffenoffizier der Bundeswehr kennen, und zwar Herr Peter Platte aus Hannover-Schmünden, der über einen ganz anderen Weg auf diese Thematik gekommen war. Und zwar, die wollten da einen kleinen Flughafen bauen in Hannover-Schmünden oder in der Nähe. Und da hat er sich einer Bürgerinitiative angeschlossen, weil er eben ja Kenntnisse als Flieger hatte, um diesen zu verhindern. Und darüber ist er dann über Jet Fuel, also über den Treibstoff der Flugzeuge, der ja auch für sich schon hochgefährlich ist, ganz ohne zusätzliche Beisätze, weil in diesem Jet Fuel sind von den paar 20 toxischsten Stoffen der Welt 17 schon mal drin. Unter anderem auch Aluminium, also noch mit normalen Sprit ist schon sowas mit drin. Da sind auch Bromide drin. Da sind alle möglichen Stoffe drin, die den Treibstoff möglichst gängig machen. Also bei großer Kälte, dass er nicht dickflüssig wird. Und so weiter und so fort. Jede Menge technische Additive sind da drin, die teilweise aber nicht erlaubt sind. Zum Beispiel diese ganzen bromierten Sachen, die hatten wir früher auch in den Rückwänden von Fernsehapparaten. Die wurden ja nachher dann irgendwann verboten und dann hatte man es halt nicht mehr drin. Also es gab auch andere Wege. Gut. Also der hatte dann folgendes Erlebnis mit der Presse. Er hatte dann mit dem Magazin Aspekte, ich weiß nicht, ob den Leuten das gefällt, wenn ich das erwähne jetzt, aber ich tue es mal, die dafür interessiert, einen Film zu drehen über Jet Fuel. Das haben die auch gemacht. Die haben auch recherchiert in den USA und so weiter. Was bloß passierte war, wie der Film fertig war und gesendet werden sollte, wurde von oben her den Journalisten mitgeteilt, diesen Film können wir leider nicht bringen. Das wäre zum Schaden des Senders. Naja. Gut. Also wir haben dann als nächstes erstmal mit Monitor, also im deutschen Fernsehmagazin des WDR, Verbindung aufgenommen. Die fanden das ganze Thema auch hochinteressant, weil wir hatten schon eine Menge Dokumente. Ich zeige Ihnen nachher einiges davon. Und da kam dann auch ein Journalist her, hat 7 Stunden mit uns verbracht. Also wir haben ihn ganz gut aufgeklärt erstmal, haben ihm jede Menge Dokumente mitgegeben. Und ich habe mit diesem guten Mann dann noch 12, 13 Stunden am Telefon verbracht, mit mehreren Telefongesprächen. Und er hat unter anderem dann auch beim IPCC, also beim Intergovernmental Panel on Climate Change, angerufen, sich gemeldet mit WDR Monitor und sagte, seitdem ich da angerufen habe und die Dame war so verdattert, dass ich jetzt überhaupt Chemtrails und so weiter, sagte, jetzt weiß ich, da ist was dran. Gut. Es wurde aber leider nichts davon, also die haben keinen Film gedreht. Das war das erste Erlebnis. Das nächste war dann Sat.1, die mich anriefen, ganz begeisterte Redakteurin, hatte das auch schon alles abgekaspert mit ihren Chefs, die wollten zum Film kommen, zu mir nach Hause, einen Tag vorher Absage. Gut, das nächste war dann Deutschland-Sender. Da kam immerhin einer, der hat ein Interview aufgenommen, das haben sie auch gesendet. Also das ist mal was Positives. Es gibt also auch noch ein paar Leute, die was wagen. Aber das war auch nur ein Kurzinterview, das war ja nicht so ergiebig. Das nächste war dann Spiegel TV. Inzwischen war ich mit Peter Platte ja durch die ganze Bundesrepublik gereist und hatte Veranstaltungen gemacht. Zwar nicht immer so groß wie hier, aber in Hamburg hatten wir immerhin auch 600 Leute. In Berlin hatten wir 220 Leute. Nach Chemnitz sind wir gefahren. Und Chemnitz wollten die Filmen von Spiegel TV. War alles abgekaspert. Das ganze Equipment war bestellt, die Kameras und so weiter. Ich habe dem Journalisten, wie er mich anrief, gesagt, oh, Sie sind aber mutig, wenn Sie das Thema anfassen. Glauben Sie, dass Sie das durchkriegen? Ja, das wäre alles klar, die Redaktion hat ja gesagt und. 2 Tage später rief er mich an, er sagte, Sie haben recht gehabt. Das hätte er noch nicht erlebt. Das Ding ist gecancelt. So viel Zufälle auf einmal gibt es ja wohl nicht, habe ich mir gedacht. Gut, jetzt kommt das Thema Greenpeace. Ich habe dann Greenpeace so lange geärgert, sag ich mal. Nun kennen mich ja ein paar Leute bei Greenpeace. Auch aufgrund meiner Preise und so weiter haben sie sich ja ein bisschen auch mit mir gebrüstet. Die hatten auch mal einen einseitigen Artikel im Greenpeace-Magazin, was also jeder Förderer nach Hause kriegt. Und ich habe dann in einer Arbeitsgruppe bei Greenpeace schon mal auf das Thema HARP hingewiesen, weil diese Arbeitsgruppe ging um Krieg und Frieden und neue Waffensysteme. Und ich gesagt, ist ja wunderbar, da müssen wir ja unbedingt über HARP sprechen. Da wollten die aber gar nichts von wissen. Das fand ich schon mal komisch. Gut. Ich habe ja nicht locker gelassen. Wenn ich Widerstand kriege, dann wird es erst richtig spaßig. Und
Ich habe dann beim nächsten Greenpeace-Treffen, also einmal im Jahr wird so ein Kongress veranstaltet, wo ungefähr so viele Leute da sind wie hier, also 600-700 Leute. Gut, heute sind wir hier mehr. Wo also die Leute, die die Gruppen anleiten, also die zwei, drei Partner da, ich war der A-Partner halt in unserer Gruppe, dann sich treffen und habe gesagt, wunderbare Sache, da halte ich jetzt einen Vortrag über Chemtrails und Wetterbeeinflussung. Habe das angemeldet, die gute Dame hat das auch genehmigt, war alles klar, ich habe mich vorbereitet, zwei Tage vorher abgesagt. Ich durfte diesen Vortrag nicht mehr halten. Da bin ich also gelinde gesagt sehr wütend geworden, habe mich nachts hingesetzt mit meinem Sohn, der hat mir geholfen, ich war damals mit Computer noch nicht so fit und wir haben dann in einer Nacht- und Nebelaktion einfach 500 CD-ROMs gemacht mit Grundinformationen und die habe ich dann da verteilt. Das hat ihnen zwar auch nicht besonders gefallen, schien mir so, aber sie haben es geduldet. Gut, ein Jahr darauf, 2004, habe ich wieder Vortrag angemeldet, weil die Gruppenmitglieder wurden ja aufgefordert, ihre Anliegen oder die Gruppenanliegen vorzubringen, um die anderen zu informieren. Ich sage, wunderbar, jetzt informiere ich. Habe das Ding genannt, ich meine elektromagnetische und chemische Wetterbeeinflussung und die Wirkung. Sofort wurde mir das untersagt. Dann habe ich gesagt, es kommt hier schlagartig zum Eklat, wenn ich das Ding jetzt hier nicht halten darf, also den Vortrag, weil mich kennen ja nun ein paar Leute. Gut, aufgrund meiner Aufgeregtheit haben die mir das dann gestattet, von einer ganz kleinen Gruppe, 20, 25 Leute, so einen Vortrag zu halten. Dabei setzte man mir dann einen Aufpasser rein mit zwei Zeugen. Die habe ich nämlich befragt. Ich habe gesagt, was wollt ihr denn eigentlich hier? Ja, wir sollen da mit aufpassen, was du da so sagst. Also ich hatte vorher ein etwas anderes Bild von Greenpeace als zu diesem Zeitpunkt. Es wurde immer witziger. So. Dann hatte ich mit jemandem gesprochen, also den Namen würde ich lieber nicht erwähnen, weil ich will den Leuten keine Schwierigkeiten machen, der mir schon sagte, die überlegen schon, wie die dich loswerden. Gut, habe ich gedacht, dann drehst du noch ein bisschen mehr auf, dann müssen sie ja irgendwann das mal machen. Brauchte ich aber gar nicht, ich kriegte dann ein paar Monate später ein offizielles Schreiben von Greenpeace Deutschland, dass ich fortan kein Gebäude von Greenpeace mehr betreten darf, zu keiner Veranstaltung, die Greenpeace macht, noch Einlass bekomme, weil die Themen, die ich ja privat verbreite, sich nicht mit Greenpeace-Philosophie vereinbaren lassen. Das habe ich schriftlich. So dumm waren sie dann auch noch, mir das auch noch schriftlich zu geben. Die Themen waren folgende. 9/11, das heißt, die seltsamen Vorgänge in New York am 11.09.2001 und im Pentagon. Weil dazu hatte ich auch schon mal Aufklärungsarbeit gemacht. Und zwar an der Uni Oldenburg habe ich mal in 3,5 Stunden sehr gut vorbereiteten Vortrag gehalten, wo kein einziger Mensch rausgegangen ist. Der Saal war auch voll. Muss ja wohl ganz überzeugend gewesen sein. Und das ist auch im Regionalfernsehen übertragen worden, das Ding. Und ich habe dann dafür gesorgt, dass zusammen mit der katholischen Hochschulgemeinde in Oldenburg Andreas von Bülow nach Oldenburg eingeladen wurde. Der ehemalige Staatssekretär vom Verteidigungsministerium, der aber auch schon mal Forschungsminister war und der auch im Pentagon ein- und ausging. Das heißt, der Mann hatte ja Hintergrundwissen und er war in seiner Amtstätigkeit angesetzt auf die Schalko-Lukowski-Affäre und ist dabei dahinter gekommen, was es denn für Verquickungen gibt, wenn es also um Drogenschmuggel und so weiter geht. Und immer wenn er dann in seinen Ermittlungen so weit gediehen war, dass er bis an die Geheimdienste herankam, haben die gesagt, das machen wir jetzt, also CIA und Co. Gut, das hat ihm nicht besonders gefallen, also wie er dann aus der Politik ausgetreten ist, hat er ein hübsches Buch geschrieben, das kann ich jedem empfehlen. Das heißt, im Namen des Staates, und da sind die ganzen Schweinereien aufgeziffert, die sich ein normaler Bundesbürger und ein normaler Schweizer oder Österreicher wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann, was der Staat so macht nebenbei. Na gut. Ich erzähle das deswegen, ich komme schon noch aufs Wetter, weil das alles zusammenhängt. Womit wir das hier zu tun haben, was bei einigen Vorrednern hier ja schon durchleuchtete, ist, es geht um die strategische Zerstörung jeglicher Naturgrundlage. Und ich weiß, was ich sage. Und zwar haben wir von einem britischen Wissenschaftler, der aber auch nicht genannt werden will, ein Papier bekommen, der es genau so benennt. Es geht um Geopolitik, es geht um Erpressung anderer Staaten, das geht es natürlich schon immer. Früher hatte man bloß nicht die Mittel, heute hatte man so perfekte Mittel. Das heißt, man fährt erstmal hin zu einem Staat, von dem man was will, Rohstoffe oder
Man will seine Banken und Versicherungen da frei agieren lassen. Mit anderen Worten, man will das Land ausplündern. Und wenn das Land dann nicht will, das heißt, wenn es noch Zölle erhebt zum Schutz ihrer Bauern, des Kleingewerbes und anderer lebensnotwendiger Sachen, Energieversorgung, Klärwerke, tralala, und da nicht der Ausverkauf gestattet wird, dann wird eben agiert. Und da haben die eben zu den anderen Dingen, die sie heute auch schon haben, die letzte Stufe ist immer der Angriff, eben auch noch andere Möglichkeiten. Man kann heute eben auch mit Wetter Staaten in die Knie zwingen, indem man denen zum Beispiel eine Trockenheit schickt oder eine Flut und so weiter. Ich habe hier auf dem Flohmarkt mal neulich so ein Buch gekauft und dann lese ich noch mal ein paar Zeilen daraus vor. Das ist ein uraltes Buch von 1950 von Robert Jung mit dem Titel Die Zukunft hat schon begonnen. Die waren in den USA damals schon so weit, dass es also Firmen gab, die also für pro Acre für 2 bis 5 Cent den Ranchern und Farmern Regen verkauften. 1950. Können Sie sich vorstellen, wie weit die heute sind? Und zwar, so musste er nur eine verhältnismäßig geringe Pauschale zahlen. Regnet es stärker und öfter, so steigen seine Zahlungen mit jedem zusätzlichen Zoll Wasser, der vom Himmel herunterfällt. Krieg, also so hieß der Unternehmer, hat 1951 nicht weniger als 330 Millionen Acre, ein Gebiet so groß wie Frankreich, unter Kontrakt gehabt. Hat man davon was in der Presse hier gelesen? Nichts. Fast alle seine Kunden bekamen mehr Regen als durchschnittlich und bezahlten den Wasserüberschuss kontraktgemäß an Dr. Krieg. Seine Einnahmen in diesem Jahr wurden bereits auf mindestens 10 Millionen Dollar geschätzt. Seine Ausgaben weniger als 1 Million. Ein sehr ertragreiches Geschäft. Und das ist es heute natürlich auch. Wir kommen ja gleich noch zu den Details. Bei mir regnet es gerade, ich muss mal eben schneuzen. Aber das sind ja eher die harmloseren Regenmacher. Ja, also das hat man damals ganz harmlos mit Silberjodid gemacht, was heute ja auch gemacht wird. Also heute in Deutschland, zum Beispiel in Weinbaugebieten, wird so ein Flieger beauftragt. Das wurde auch normal im Fernsehen schon geschildert, wie das funktioniert. Und dann werden die Wolken eben geimpft. Und zwar, wenn man befürchtet, dass es Hagel gibt, der also die Reben schädigen könnte, dann bringt man halt vorher die Wolken zum Abregnen, dass es mindestens nur ganz kleine Körnchen gibt, die nicht schädigen, oder dass es sogar als Regen runterfällt. Aber das ist eben eine uralte Methode, die schon aus den 40er Jahren kam. Ich werde mich jetzt da runter begeben zu meinem Laptop, weil ich da, also ich werde mehrere Filmchen, Kurzausschnitte zeigen. Es kann sein, dass es ein bisschen holperig wird, weil ich habe ja meinen ganzen Vortrag ein bisschen zusammengedampft auf 1,5 Stunden. Ich habe gerade erfahren, dass ich das ein bisschen länger machen kann, da bin ich auch gar nicht böse drüber. Aber insofern kann es jetzt vielleicht mal so eine kleine Unterbrechung geben oder sowas, aber ich denke, da können wir vielleicht mit leben. Einen kurzen Nachtrag zur Aufklärungsarbeit zum 11.09. Das waren ja auch alles Verschwörungstheorien, die wir damals gesagt haben. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Gehen Sie mal auf Wikipedia, wenn Sie mir das nicht glauben, was ich Ihnen mal vorlese jetzt. Der ehemalige Staatschef Italiens Cossiga, Francesco Cossiga heißt er, erklärt, die Geheimdienste CIA und Mossad führten die Terroranschläge vom 11.09.2001 durch. Am 30. November 2007 erklärte der ehemalige Ministerpräsident von Italien, Francesco Cossiga, im Interview mit dem Corriere della Sera, dass es in Geheimdienstkreisen ein offenes Geheimnis sei, dass die Anschläge vom 11. September 2001 mit Unterstützung von CIA und Mossad geplant und durchgeführt wurden, um Interventionen in Afghanistan und im Irak möglich zu machen. Gehen Sie auf Wikipedia unter Francesco Cossiga, dann haben Sie seinen Lebenslauf und die unteren Zeilen sind die interessanten. Können Sie auf so einen Klick gehen, dann haben Sie den Originalartikel von der Corriere della Sera. Wir haben den auch schon übersetzt. So, jetzt kommen wir aber zum Wetter. Unten geht's weiter. Danke. Ja, das ist natürlich das Ziel, was wir erreichen wollen. Das heißt, wir wollen irgendwann dazu kommen, dass es aufhört mit dem Zeug. Hier sehen Sie schon mal ein paar sehr hübsche Wolken, die Sie am Ihren eigenen Himmel aber auch sehen können. Das ist jetzt bei mir zu Hause. Ich habe ja so eine Solaranlage, die sich dreht.
Hier haben wir nochmal ein sehr hübsches Bild von Greenpeace, wo ich gerade von sprach. Und zwar ist das dieses Zelt, wo das Treffen stattfand 2004, von dem ich vorhin berichtet habe. Auch da sieht man am Himmel, wenn man genauer hinguckt, hier Chemtrail-Streifen, die allerdings schon ein bisschen älter sind, dieses Verwaschene hier. Aber da kommen wir gleich noch zu besseren Aufnahmen. Ich wollte noch mal kurz was vorlesen zur Presse. Freie Presse. John Swinton, ehemaliger Herausgeber der New York Times, hat Folgendes gesagt vor Journalisten. Es gibt zu dieser Zeit in der Weltgeschichte in Amerika keine solche Sache wie eine unabhängige Presse. Sie wissen das und ich weiß es. Es gibt nicht einen von Ihnen, der es wagt, seine ehrliche Meinung zu schreiben. Und wenn Sie es würden, wissen Sie im Voraus, dass sie nie in Druck erscheinen würde. Ich werde wöchentlich dafür bezahlt, um meine ehrliche Absicht aus der Zeitung, mit der ich verbunden bin, herauszuhalten. Andere von Ihnen erhalten ähnliche Vergütungen für ähnliche Dinge. Und jeder von Ihnen, der närrisch genug wäre, ehrliche Meinungen zu schreiben, würde sich auf der Straße wiederfinden, um sich nach einer anderen Arbeit umzusehen. Wenn ich es mir erlauben würde, meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung erscheinen zu lassen, wäre ich meine Beschäftigung vor Ablauf des Tages los. Die Aufgabe der Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören, gerade heraus zu lügen, zu verdrehen, zu verunglimpfen, vor den Füßen des Mammons zu kuschen und sein Land und seine Rasse um sein tägliches Brot zu verkaufen. Sie wissen es und ich weiß es. Was für eine Narrheit ist dieses Trinken auf eine unabhängige Presse? Wir sind die Werkzeuge und Vasallen reicher Männer hinter der Szene. Wir sind die Hampelmänner. Sie ziehen die Fäden und wir tanzen. Unsere Möglichkeiten und unser Leben sind das Eigentum anderer Männer. Wir sind intellektuelle Prostituierte. Und das hat einer gesagt, dem immerhin die New York Times mal gehörte. Also wir versuchen eine andere Gegenöffentlichkeit zu schaffen, also mit Veranstaltungen wie den heute, aber auch meine Internetseite www.chemtrail.de. Und ich möchte noch erwähnen, Gabriel Stetter hat die Chemtrail-Seite hier in der Schweiz mit www.chemtrails mit dem S hinten.ch. Ist eine gute Informationsmöglichkeit. Und wir haben das Glück, dass wir seit dem Januar 07 einen Fernsehsender haben im Internet. Und zwar heißt der secret.tv. Und mit dem provokanten Spruch, wie lange wollen Sie noch belogen werden? Wenn Sie da drauf gehen, haben Sie einmal Wochenmeldungen, die Sie wahrscheinlich im normalen Fernsehen oder Radio nicht hören, klicken Sie die einfach mal zurück, die letzten Wochen oder Monate. Da sind ca. 40, 50 Beiträge drauf, also Videos. Das meiste in Deutsch, einiges aber auch in Englisch. Ich selbst habe also 3 Beiträge drauf, falls Sie mal irgendwie Nachbarn oder was auf das Thema bringen wollen. Einmal bin ich drauf unter Chemtrails, zusammen mit Joe Conrad, im Bremer Stadtsender. Und einmal unter Harp. Das ist eine Veranstaltung mit dem Peter Platte, die dauert ungefähr 2 Stunden 40 Minuten. Das können Sie sich da alles kostenlos angucken. Und dann ist noch ein weiterer Beitrag drauf unter Tschernobyl. Da komme ich heute noch drauf. Ja, also das ist eine gute Sache. Wir haben also jetzt in den ersten 3 Monaten des Bestehens schon 1,5 Millionen Leute auf dem Ding gehabt, auf dem Sender. Ich habe auf meiner Internetseite in den letzten 12 Monaten 2 Millionen Einschaltungen gehabt. Dieses Bild zeige ich deswegen, weil wir haben ja gemerkt, das Wetter hat sich geändert. Sie sehen hier eine Uhr mit einem UV-Meter, was hier 8,3 anzeigt. Und da haben wir es nochmal mit 8,6. Also den Maximalwert, den ich mal gemessen habe, war 9,2. Wenn man auf die normalen Wetterseiten geht im Internet, dann erfährt man, dass man in unseren normalen Breitengraden hier Maximalwerte eigentlich von 6, vielleicht 6,5, dann ist aber auch schon Schluss. Diese hohen UV-Werte haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Jedenfalls nicht in der jetzigen Lebensgeschichte unserer Zivilisation. Das heißt, irgendwas ist ja krumm mit dem Klima. Ich will jetzt nicht groß auf den vorherigen Beitrag eingehen, aber eins steht fest, die CO2-Schose stimmt so nicht. Der IPCC, um da nochmal kurz drauf einzugehen, ist ja eine Veranstaltung von Politikern, wenn man es genau nimmt. Der heißt ja deswegen Intergovernmental Panel on Climate Change. Das heißt, es ist eine interregierungs- oder eine regierungsinterne Veranstaltung, die
zwar zurückgreift auf Studien von Wissenschaftlern, die aber dermaßen seltsam vermarktet, dass neulich, das wurde vorhin schon erwähnt, es sogar so war, dass mehrere, die dem IPCC zuarbeiten und die sogar erwähnt werden in ihren Abschlussberichten, sich dagegen gewandt haben und gesagt, wir werden hier zitiert und vertreten genau die gegenteilige Meinung. Wenn Sie mal auf Secret TV gehen, können Sie sich einen Beitrag dazu ansehen von BBC, also der großen englischen Fernsehgesellschaft mit dem Namen The Great Klimaswindel, der große Klimaschwindel, der ist auch schon ins Deutsche übersetzt. RTL hat das Thema aufgegriffen, ich glaube Report auch schon mal. Es ist einiges schräg an dem Thema. Warum stellt man das so dar? Es wird damit Politik gemacht, denke ich. Damit werde ich es erstmal belassen. Ich mache jetzt erstmal hier im Text weiter. Russische Wissenschaftler, muss es mal ein bisschen kleiner machen, haben schon Mitte der 90er Jahre festgestellt, dass die Erdveränderungen unumkehrbar mit den Veränderungen im Sonnensystem verknüpft sind. Insbesondere sind hochenergetisch geladene Teilchen aus dem interstellaren Raum für diese Veränderung verantwortlich. Das leuchtete vorhin beim Vorbeitrag auch schon durch. Dieser äußerst lesenswerte Artikel von 1997 wird durch die aktuellen Daten der NASA bestätigt. Wieso erzählt man uns das nicht so? Uns wird ja nach wie vor, wie die schon erwähnte Horrorstory präsentiert. Die Bild-Zeitung erdreistete sich zu schreiben, die Erde hat nur noch 13 Jahre. Was wird hier mit uns gespielt? Die Zerstörung des Himmels durch chemische Wolkenerzeugung mit Aluminium und Bariumoxid durch UX-Flugzeugsprühaktionen auch über den BRD. Diese Doku über Chemtrails am Oldenburger Himmel wurde seit dem 5.3.2004 mit ca. 1200 Fotos und ca. 300 Minuten Video erstellt. Die Zahlen stimmen schon lange nicht mehr. Ich habe inzwischen über 11.000 Fotos und ich weiß nicht wie viele Stunden Videos. Wir haben also ganze Tage dokumentiert. Das ist jetzt so ein typischer Chemtrail-Himmel, den können Sie aber weltweit betrachten. Auf dem Sie einmal hier schöne frische Streifen sehen, die dann abreißen ganz plötzlich und abrupt. Und hier breite Streifen, die schon also mindestens eine Stunde, vielleicht sogar anderthalb alt sind. Und hier Streifen, die so circa eine Dreiviertelstunde alt sind. So sieht es dann eben aus, unser schöner, klarer Himmel. Wer noch den Himmel von früher kennt, der kennt ihr noch Azurblau. Das kennen wir schon gar nicht mehr. Wenn wir schon mal einen blauen Himmel haben, dann ist er hellblau, milchig blau. Anstatt Kohlendioxid zu reduzieren, glaubt die US-Regierung, die Klimaerwärmung durch Wettermanipulation kontrollieren zu können. Seit 1998 in den USA und nun auch in Europa. In den USA hat man allerdings mit Versuchsflügen schon viel früher begonnen. Es ging also schon Anfang bis Mitte der 90er Jahre los und insofern ist dieses Thema in den USA auch bekannter als hier. Wir sind ja erst gestolpert, ja, 2001, 2002 und so weiter über diese Thematik. Wobei zu den Stoffen inzwischen noch ganz andere Sachen gefunden wurden in den Fallouts. Hier sehen wir wieder ein paar hübsche Streifen verschiedenen Alters. Der jüngste, der zweitälteste, der drittälteste. Und das sind, was uns verkauft wird als Zirren- oder Schleierwolken. Man fragt sich bloß, was will man denn verschleiern? Gegenüber normalen Kondensstreifen, welche sich nach kurzer Zeit auflösen, bleiben die Chemtrails bis zu Stunden am Himmel stehen und bilden langsam eine durchgehende Wolkenschicht. Und das ist eben der Unterschied zwischen Chemtrails und normalen Kondensstreifen, wobei ich aber noch sehr schöne Flugzeugbilder habe. Wir haben also über 600 Bilder von Flugzeug zu Flugzeug, die spiele ich jetzt aber nicht alle vor, sondern ich begnüge mich mit, weiß nicht, 40, 50 nachher. Das ist jetzt so ein Chemtrail-Ausstoß, der recht frisch am Himmel ist. Sie sehen, hier oben haben wir noch halbwegs schön blau. Da unten schon milchig eingetrübt, weil vorher eben schon diese Flüge stattfanden. Das ist jetzt der gleiche Streifen von vorhin, der jetzt plötzlich abreißt, komischerweise. Wir haben einen Sommerhimmel mit entsprechenden Temperaturen. Jetzt muss man wissen, normale Kondensstreifen entstehen erst dann, wenn sie mindestens 70% Luftfeuchtigkeit da oben in den Schichten haben und eine Temperatur von unter minus 40 Grad. Also je kälter
Und je mehr Luftfeuchtigkeit, desto länger bleiben die Streifen stehen. Die Aussage von einem amerikanischen anerkannten Meteorologen und Forscher ist die, dass die eigentlich maximal 20 Minuten stehen bleiben, die Streifen. Sonst müssen wirklich extreme Verhältnisse herrschen, also extreme Luftfeuchtigkeit und extreme Kälte. Nun fliegen diese Flieger nicht so sehr hoch. Sie sind in der Regel so bei 6000 Meter am Gange. Und im Sommer kann man also bei der Höhe eigentlich nicht solche Temperaturen erwarten. Was ganz komisch ist, ist eben physikalisch dann der Umstand, dass es nicht plötzlich einfach abreißen kann und dann fliegt das Flugzeug quasi mit einem kleinen Streifen weiter. Das sehen Sie hier. Also der alte Streifen bleibt stehen, Flugzeug entfernt sich mit normalem, nach Sekunden verschwundenem Kondensstreifen. Wenn Sie demnächst vielleicht mal öfter an den Himmel gucken, dann können Sie es sehr oft sehen, dass die Flugzeuge, die einen langen Streifen hinter sich herziehen, gleichzeitig zu sehen sind mit Flugzeugen, die einen ganz kurzen Streifen, der nach ein paar Sekunden weg ist, da ist. Wenn Sie das Glück haben, dass einmal der mit dem kurzen Streifen sogar noch höher fliegt als der, der stehen bleibt, dann ist der Fall vollkommen klar, weil oben ist es nun mal kälter als unten und eigentlich müsste der, der höher fliegt, länger stehen bleiben. Das kann man also sehr gut öfter sehen. So, hier habe ich das Flugzeug jetzt weiterverfolgt. Sie sehen also, es fliegt und fliegt und da ist der Abriss und da das Flugzeug. Und da unten der Brei, das sind Streifen, die Sie hier noch gerade andeutungsweise sehen können, die vorher immer hin und her gezogen wurden. So, hier haben wir nochmal das Vorderbild. Hier haben wir das Glück, nochmal beides sehen zu können. Also den abgerissenen Streifen, der hier schon 30 Minuten alt ist. Und hier unten weitere Streifen, die gezogen wurden. Und hier halt den milchigen Kram, der dann sich hier oben vereinigt. Ich werde Ihnen nachher mal ein Dokument zeigen vom IPCC, und zwar dieser Intergovernmental Panel on Climate Change hat ja im Jahr 2001 auch wieder so einen Bericht rausgegeben, und auf den Seiten 333 und 334 beschreiben die dann, was man alles machen könnte, um die Erderwärmung zu stoppen. Das Einzige, was die Leute also davon abgehalten hat, das vielleicht gleich zu machen, es steht drin, der Himmel würde sich hell verfärben, zu einem milchigen Hell. Genau das haben wir heute. Die Amerikaner sprechen vom White Skies, also von weißem Himmel, also dieser weißen Milchsuppe, die wir jetzt erleben. Der Tag ging dann so weiter, also Streifen, Streifen, Streifen. Wenn wir die mal durchzählen würden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der flog dann weiter, auf dem Video kann man sehen, dreht da hinten, kommt wieder zurück. Und uns versucht man ja zu erklären, das sind alles normale Fluglinien. Bei mir in Oldenburg stellt sich natürlich die Frage, wir haben hier weder einen Flugplatz noch großartig Fluglinien und die Fluglinien, die da drüber fliegen, fliegen in einer ganz anderen Richtung. So sah es dann gegen Abend aus, schönes Kreuz und Quer. So Never Come Back Airlines waren wahrscheinlich unterwegs, die nicht wussten, wo sie hinfliegen sollen. Stunden später, komische Suppe hier am Himmel und da hinten halt die stehenden Streifen, die seit Stunden stehen. Hier haben wir nochmal einen normalen Kondensstreifen. So sieht er aus bei einem Wölkchenhimmel, den man von früher noch kannte. Das Dumme ist ja, die Kinder, die heute aufwachsen, die kennen ja nur noch diesen Brei, die halten das ja für normal. Also, kurzer Streifen, der hier hinten immer dünner wird, ist auch klar, weil der entsteht ja dadurch, dass die unverbrannten Reste des Flugzeugsprits, also die Mini-Partikel, die Induktions- oder die Kerne bilden für die Eiskristalle, die dann daran entstehen. Und die verdunsten dann eben auch wieder und lösen sich dann eben auf, bleiben nie dick und fett stehen. Und sind schon gar nicht viel breiter als das Flugzeug. Naja, das ist jetzt Wolkenuntergang. Da haben wir nochmal das Glück, hier fliegt auch noch ein normaler, kurzer. Hier haben wir nochmal ein Bild mit konventionellen Kondensstreifen da oben und unten eben ein Chemtrail, der da schön rumsteht. Den nochmal vergrößert, also schön kurz, hinten vergeht er. Wendekurve machen normale Fluglinien natürlich auch, ist ja klar. Die wissen ja öfter nicht, dass wir noch die Zigarettenpackung vergessen haben. Nochmal im Umkehren. Nochmal. Nochmal. Also wir haben es erlebt bei uns in Oldenburg, da hatten wir tatsächlich über Kreienbrück, also das der Ortsteil, wo ich wohne, noch einen schönen blauen Himmel so über mir. Ich dachte, Mensch, haben sie mich mal ausgespart, kamen die tatsächlich und haben zwei Kreise geflogen. Also ich bilde mir nicht ein, nur wegen mir. Ne? Aber es war einfach ein Loch da. Und das musste noch weg. Ja, hier haben wir nochmal einen Tag, der relativ schön anfängt. Himmel noch blau mit drei noch kleinen Chemtrails hier, dann wurde schön fleißig weitergeflogen, man sieht also ein bisschen unkoordiniert von der Richtung alles. Das sah dann ein paar Stunden später schon so aus, dann so,
dann so. Und nachher hat man dann halt so eine Schlieren, Schleierwolken. Hübsch, ne? Der Himmel zieht sich zu und zum Schluss hat man dann halt statt Himmelblau jetzt Chemtrailgrau. Also diese berühmten White Skies. Ein paar Wolkenbilder, und zwar welche aus der Schweiz und Ostdeutschland. Wie ich also Gabriel Stetter hier besucht habe in Basel, habe ich dann gleich hier ein paar hübsche Fotos geschossen. Ich bin dann tatsächlich, was man eigentlich nicht darf, auf der Autobahn angehalten, und das war so ein schönes Bild, ich musste unbedingt fotografieren. Darf man eigentlich ja nicht, also macht das nicht nach, aber diese schönen Dinger waren da zu sehen. Und zwar seltsamerweise reißen die alle hier ab. Wupp, zack, zack, aus. Ja, was ist denn nun? Abgestürzt oder was ist los? Motor abgestellt? Alle, hören Sie da auf. Da kommt gerade wieder ein neuer angeflogen. Der hat es verpasst abzuschalten, der muss gleich noch. So, gleicher Tag, gleiche Stelle, auch Autobahn. Und das sieht in der BRD nicht anders aus. Das ist ein Foto, was ich jetzt hier erst am 10.2. geschossen habe. Also man sieht es hier, können die in Deutschland genauso. Interessant übrigens, in der Schweiz ist es so, dass es an sich ja ein souveräner Staat sein soll. Aber es ist, das hat mir Gabriel Stetter, also hatte der recherchiert, ein Abkommen mit den USA, dass die sich hier frei am Himmel bewegen dürfen. Was nicht durch ins Parlament gegangen ist, sondern es ist ein bilaterales Abkommen, dass die fleißig auch über der Schweiz rumkurven dürfen. Komisch, ne? Also hier haben wir jetzt so einen richtig schönen, fetten Flieger, wo man das Flugzeug kaum sieht. Es verschwindet in den schönen, fetten Gas- und Zusatzwolken. Solche Bildungen aus Chemtrails können Sie auch öfter sehen. Das heißt, dieses Ausfransen zur Seite hin kommt dadurch zustande, da werden ja Polymere mit versprüht. Es geht also nicht nur darum, Aluminium, Stäube, Barium, Salze und ähnliches da auszubringen, sondern das wird teilweise auch gemischt mit Polymeren, um die Absinkgeschwindigkeit zu verhindern. Aber auch aus anderen, viel schlimmeren Gründen. Das ist nochmal eine Vergrößerung von so einem Oktopusarm, sagen wir da mal zu. Das ist auch nochmal ein sehr schönes Bild, wo man sich natürlich fragt, wer war hier unterwegs. Da sehen Sie hier eben sehr verschiedene alte künstliche Streifen. Das sind die jüngsten, die zweitjüngsten, und das sind dann schon die älteren, die dann hier verwaschen zur Seite wegziehen. Und das vereinigt sich dann natürlich insgesamt zu einer Gesamtbrühe. Ja, solche Himmel hat man dann immer wieder. Zwischendurch immer so seltsame Gebilde hier, wie so eine Art Gerippe, Wirbelsäule mit Streifen hier. Aber ich habe da noch richtig fetzige Bilder. Also da sehen Sie auch so ein, wie so ein Kamm, das Ganze. Ich kann mich aus meiner Kindheit also nicht daran erinnern und überhaupt vor einiger Zeit jemals so einen Himmel erlebt zu haben. Die Amerikaner haben zwar auch schon im Zweiten Weltkrieg hier oben verschiedene hübsche Sachen versprüht, unter anderem Petroleum. Und da gab es dann auch so schöne Streifen. Und sie haben also auch schon mit Chaff gearbeitet. Chaff ist also ein Material, um Radarablenkung zu machen. Komme ich nachher noch drauf. Also einige Techniken sind gar nicht so neu. Also die Briten waren im Zweiten Weltkrieg auch schon so weit, dass sie Aluminiumstäbe als Chaff, also als Radarablenkungsmittel versprüht haben. Zu Deutsch heißt das übrigens ein Düppel. Das kommt also daher, weil die es zuerst bei Hamburg eingesetzt haben, und da gibt es irgendeinen Ort, der heißt so Düppel. Deswegen heißen diese Dinger in Deutsch Düppel. So, hier haben wir wieder so ein ausgefranstes Wolkenbild, künstlich. Hier auch. Also man kann die wahnsinnigsten Sachen am Himmel sehen. Ich habe nachher Bilder, also wenn ich es nicht selbst geschossen hätte, würde ich es gar nicht glauben. Man denkt immer, das ist künstlich irgendwie gemacht. Das ist also auch von mir fotografiert, also das ist hier mein Elternhaus. Da hier so eine Wurst und drumherum ein sehr komisches Sonnenbild, dieses gleißende Weiß. Hier wieder eine sehr hübsche Wendekurve, da hat sich wieder einer verirrt. Hier haben wir einen Parallelflug, der war jetzt auch erst am 10.01. Flogen die doch tatsächlich schön eng nebeneinander. Und plötzlich überlegte sich einer, ich muss ja noch eben abbiegen. Der bog dann auch ab. Der andere flog dann weiter und der andere kam dann wieder und machte dann einen Parallelflug. Ich weiß nicht, ob die sich verabredet haben oder die kennen sich oder so. Also immer wieder diese schönen Kreise und das über ein Stadtgebiet. Und das muss man natürlich wissen. Kampfmaschinen haben da nichts zu fliegen, falls einer auf die Idee kommt, das könnte so eine sein. Luftkämpfe haben über Städten nicht stattzufinden. Auch Auftankvorgänge haben nicht stattzufinden. Das ist verboten. Dafür haben die bestimmte
Gebiete am Himmel, wo die sich austoben dürfen. Da auch, man könnte fast auf die Idee kommen, das ist ein Herz, ne? Hier so. Ne? Aber ist nicht, das geht hier so durch. Man wundert sich bloß, wie viele Leute das eben nicht sehen. Hier haben wir gleich drei Parallelkreise. Das war der Tag, wo sie mich dann da nochmal eingerundet haben. Einmal, zweimal, dreimal. Aber ich bilde mir wirklich nicht ein, dass sie das wegen mir machen. Das ist auch ein sehr hübsches Bild. Mit einer absolut scharfen Kante einer Wolke. Wenn Sie das übrigens mal beobachten, Sie werden sehr viele Wolken sehen, die an den Unterkanten absolut wie abgeschnitten sind. Und diese Wellenbewegung kann man jetzt zwar nicht beschwören, aber hier einer der bekanntesten Wettermänner in den USA, Scott Stevens, wenn Sie auf die Seite von dem mal gehen, die heißt Weather Wars, also Wetterkriege, der erklärt Ihnen im Detail als Fachmann, wie und warum das so aussieht und dass es eben nicht normal ist. So einen Himmel nennt man dann Harp-Himmel, weil man kann solche Formationen auch elektromagnetisch herstellen. Aber da komme ich im zweiten Teil dann noch zu. Hier nochmal einen sehr hübschen Mond mit einem sogenannten Halo-Effekt. Und zwar mit bunten Einfärbungen, die dadurch entstehen, dass die Metallpartikel, die da in der Luft schweben, natürlich reflektieren. Dasselbe jetzt mit der Sonne. Hier also auch so ein Ring von seltsamer Färbung und hier nochmal einen zweiten Ring umzu. Weitere Kreise. Das ist allerdings jetzt nicht bei mir, das ist jetzt in den USA. Auch nochmal sehr schön hier mit einem, der gerade hier die zweite Kurve fliegt. Man könnte echt auf die Idee kommen, die haben jetzt einen Auftrag gekriegt, bestimmte Figuren da zu malen. Das ist auch sehr krass hier. Ja, das fand ich ganz interessant, weil hier dieses Emblem drin ist. Und zwar, die USA haben ja eine Studie 1996 entwickelt, die nennt sich allen Ernstes in geringer Überheblichkeit Owning the Weather. Wir besitzen das Wetter. Und die haben die dann genannt Owning the Weather in 2025 und deswegen dieses Bildchen dazu. Wo sie übrigens explizit beschreiben in dieser Studie, was sie alles dürfen und was sie eigentlich nicht dürfen. Aber sie sagen dann auch, ja, laut NMOD-Konvention von 1977 ist ja dies und das verboten, aber wir können in bilateralen Abkommen mit der NATO und so weiter das dann doch wieder machen. Und im Kriegsfall fragen sie ja eh nicht danach. Übrigens soll Rumsfeld gesagt haben, bevor er abtrat, als ein Reporter ihn gefragt hat über den Zweiten Weltkrieg, wieso, der ist doch noch gar nicht vorbei. Der wird eben bloß mit anderen Mitteln geführt. Das ist jetzt allerdings meine Bemerkung. Also ich ratter jetzt einfach mal so ein paar Bilder durch. Ja, das ist auch noch so ein Ding. In den USA sind die ja inzwischen so dabei, dass sie tatsächlich Werbeschilder aufstellen. Was ist ein Geburtstag ohne ein paar dekorative Streifen? Naja, ist das jetzt Satire? Aber das hat wirklich eine Firma aufgestellt. Spirit nennen die sich auch noch. Oder so, ne? Kunst mit Chemtrails. Um dem Bürger zu suggerieren, das ist ganz normal, Leute. Was habt ihr eigentlich? Wenn die nicht da sind, fehlt euch was. Das sagt ja im Prinzip dieses Schild, was ich vorhin eingeblendet habe, aus. Also zum vernünftigen Tag gehört das einfach. Also wir sollten uns eigentlich bedanken. So, dann gibt es auch so eine komische Briefmarkenserie, so einen ganzen Blog, wo man dann diese seltsamen Phänomene einfach als normal darstellt, damit jedes Kind, was dann auch noch Briefmarken sammelt, sagt, ja klasse, genauso sieht unser Himmel aus. Das ist eben normal, ja. Und da hat man eben so eine Sonne mit so einem Halo-Effekt und diese ganzen hochseltsamen Wolkengebilde, ja, wo man denkt, ist ein bisschen surreal, aber die haben alle einen Namen, diese Wolken. Hoppla. Ne? Cumulus sowieso, sowieso. Da mögen ja ein paar normale auch dabei sehen, aber ein paar sehen irgendwie sehr komisch aus. Ich zeige Ihnen nachher mal ein Filmchen von Bublat, so einer halbwissenschaftlichen Sendung aus Deutschland, wo der so ein Konzept vorstellt, was eigentlich uralt ist, von Edward Teller, aber was jetzt den Bundesbürgern als ganz neu und für zukünftig anwendbar geschildert wird. Also Edward Teller von 92 wird also uns jetzt verkauft, 2007. Dann haben wir noch mal ein paar hübsche Flugzeugfotos. So, und zwar haben wir hier mal einen ganz normalen Flieger. Und da sieht man eben an den Triebwerken direkt haben wir keinen Kondensstreifen. Das heißt, der fängt hier langsam an. Und das erklärt sich auch ganz logisch, weil Kristalle, die Eiskristalle ja langsam wachsen und die werden nach hinten hin immer stärker.
An der Turbine direkt geht das nun mal nicht, weil Eis bei 800 Grad oder wenn es auch nur 600 sind, ist man schwierig. Ne? 600 Grad plus und Eis verträgt sich irgendwie nicht. Das muss durch die kalte Luft dann erst soweit sich abkühlen, der Abgasstrahl, dass er dann wirklich Eiskristalle bilden kann. Also das ist jetzt ein normales Flugzeugchen. Und das wohl nicht. Scott Stevens sagt dazu, der muss dringend zum TÜV. Weil der Mann hat auch noch Humor dabei. Den darf man sowieso nicht verlieren und ich habe ihn auch nicht verloren. Und ich will eins ganz klar sagen, also ich will hier keinen traumatisieren und heute soll hier keiner nach Hause gehen und sich in der Ecke setzen und sagen, was ist das alles gruselig. Weil ich sage mir, wenn wir es wissen, können wir dagegen angehen. Wenn wir es nicht wissen, findet es ja genauso statt. Und dann... Und dann haben wir halt, es gab mal so ein Lied, so ein englisches, in meiner Jugendzeit, Killing You Softly. Ne? So was ähnliches veranstaltet man hier anscheinend. Weil ich komme noch auf gesundheitliche Auswirkungen. Hier nochmal zur Verdeutlichung. Normaler Contrail, also normaler Kondensstreifen, der hier vergeht, und Chemtrail, der einfach stehen bleibt. Und zwar nicht nur 100 Meter, sondern hunderte Kilometer, also hunderte Meter Kilometer, zig Kilometer weit. Wir haben also Satellitenbilder, wo Sie das über ganze Staaten sehen können. Die Dinger stehen da einfach. Hier nochmal eine Vergrößerung. Hier das Flugzeug. Sie sehen also, beim Chemtrail fängt das ziemlich direkt an hier, an den Turbinen. Beim normalen Flugzeug ist das Flugzeug da zu Ende und wir haben mindestens in der Regel eine Flügellänge dazwischen. Sonst geht das physikalisch einfach nicht. Da habe ich jetzt erst geschossen, 10.02., so ein hübsches Flugzeug, was bei mir übers Gelände flog, wo also auch das ganz dicht an der Maschine anfängt. Aber wir haben sie hier nochmal größer, das heißt, Sie sehen sehr dicht an der Turbine geht das schon los. Das ist ein interessantes Foto von der NASA selber, und zwar, das waren frühe Versuchsflüge mit, ja, wo wir heute Chemtrails zu sagen, mit Metalloxiden oder Stäuben, die man da also quasi verwirbelt hat. Und zwar das, was Sie hier als wildes, wogendes, sieht aus wie Wasser, ne? Sehen, das sind diese Stäube, die daraus gepustet werden. Und links und auch rechts, sehen Sie hier so einen Rest, werden Polymere eingesprüht. Diese ganze Suppe vermengt sich da oben und soll Folgendes bewirken. Man hat sich das abgeguckt, wie eigentlich alles man sich aus der Natur abgeguckt hat, von kleinen Spinnen. Es gibt ja so eine Spinnensorte, die spinnt Fäden an ihrem Hinterteil und lässt sich dadurch mit dem Wind dann einfach wegtreiben, wie so eine Art Fallschirm. Und da haben die sich gesagt, gut, das können wir ja genauso machen. Um die Stäube möglichst lange da oben zu halten, sollten wir da so eine Art Fallschirm machen. Und dann haben gesagt, okay, das können wir ja mit Polymeren machen. Das heißt mit ganz, ganz feinen, ja, fast wie Spinnweben, wo dann die Metallpartikel dran haften und dann wie in einem großen Spinnennetz gebildet, wie eine Art Fallschirm eben langsamer absinken. Und jetzt über großen Städten oder wo Aufwinde sind, halt auch wieder teilweise nach oben getrieben werden. Das heißt, die Verweilzeit da oben wird wesentlich größer. Man spart Material, ja, und das Zeug bleibt eben länger oben. Was ja auch gesünder für uns ist, wenn es da länger oben bleibt. Übrigens hat Frau Griefahn zwei von unseren Chemtrail-Aktivisten aus Hamburg mal angeschrieben. Frau Griefahn war ja früher Vorstandsvorsitzende bei Greenpeace und ist dann in die niedersächsische deutsche Politik gegangen. Und zwar hat der liebe Herr Schröder sie damals ja geholt als Umweltministerin, hat sie dann aber ziemlich kalt gestellt. Sie konnte also nicht viel bewirken. Ich denke, das war einfach ein Wahlkampfgag und dadurch hat er eben viele grüne Stimmen gekriegt. Weil ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe selbst in der Landesarbeitsgemeinschaft der Grünen, ich bin also bei den Grünen, ne, immer noch, damals das niedersächsische Energiegesetz mit erarbeitet und das hat der Schröder da einfach in der Schublade verschwinden lassen. Übrigens, dieser Sozialdemokrat ist ein sehr komischer sozialer Demokrat, weil er nicht nur bei Jukos, also bei Putin, sich als, naja, Mitbeteiliger da eingetragen hat, sondern nebenbei auch noch eine Beratungsfunktion bei der Rothschild-Bank hat. Und das ist als Sozialdemokrat ja ein bisschen komisch, ne? Aber das nur so nebenbei. Also hier haben wir jetzt nochmal ein Tankflugzeug der US Air Force. Für erst also normale Tankflugzeuge. Also hier den Rüssel. Mit diesem Rüssel tanken dann die Jäger, die docken hier an und werden in der Luft wie mit einer Nabelschnur quasi mit neuem Sprit versorgt.
Das Ganze sieht von hinten dann so aus. Das heißt, dieser Schnorchel, der da rauskommt, hat hier so ein Magnetventil. Das heißt, der macht dann Klack, stellt die Verbindung her, dass es dicht ist und dann fließt der Sprit. Wenn er voll ist, nabbelt er wieder ab. Auch abgeguckt, ne, vom Menschen. Und hier sehen Sie jetzt ein sehr seltsames Gebilde an so einem Tankflugzeug. Mit diesem Ding kann man also nicht mehr annabeln. Man kann bestenfalls, erinnert das an einen Föhn beim Friseur. Aber das ist kein Föhn, sondern das ist eine Düse mit jeder Menge kleine Düsenköpfchen hier. Mit diesen Apparaturen kann man also Sachen aussprühen. Wir können natürlich nicht beweisen, was, weil es finden auch relativ normale Flüge statt mit so einem Sprüher. Man vereist zum Beispiel auch Flugzeuge im Test, wird hier Wasser ausgesprüht und dann fliegt ein Flugzeug hinterher und wird getestet, also wie viel Eis sich bildet an den Tragflächen und so weiter aus Sicherheitsgründen. Also das muss jetzt kein Chemtrail-Sprüher sein. Ich wollte nur mal eben darstellen, dass das eben eine Vorrichtung ist zum Sprühen. Das ist derselbe Schnorchel nochmal von der Seite. Hier haben wir also ein Foto, was die Italiener geschossen haben auf einem Flugplatz. Und zwar hier, was Sie da am Heck sehen, dieses kleine Auspuffröhrchen, wie es aussieht, ist in Vergrößerung hier nochmal dargestellt. Und das hat eigentlich normal nichts zu suchen da hinten. Das dürfte eine Heckaussprühdüse sein. Und die sieht im Flug dann so aus. Das heißt, dieses Flugzeug, was Sie jetzt hier sehen, 1999, vierstrahliges Flugzeug, müsste eigentlich jetzt vier Streifen haben hier, hat es aber nicht. Es hat nur am Hintern eine. Und da da keine Düse ist, kann das nur was anderes sein. Nochmal dasselbe. Die Bildqualität ist natürlich mickerig, weil teilweise bei milchigem Himmel, ich habe mir selbst also eine Kamera extra geholt mit einem riesen Zoom, um die überhaupt zu erwischen, die Vögel. Aber so sieht das eben aus, so ein Hecksprüher. Da haben wir nochmal eine interessante zweimotorige Maschine, die hier am Heck auch was ablässt. Das ist kein Sprit, also da auf die Idee könnten vielleicht manche Leute auch noch kommen. Man macht ja, wenn ein Flugzeug landet, sorgt man ja dafür, wenn zu viel Sprit über ist, den abzulassen. Der wird aber abgelassen an den Flügelspitzen. Ne? Dass, wenn Sie hier mal Streifen sehen würden, links und rechts, das ist normal. Das ist zwar auch nicht gesund, weil das den Leuten auf den Kopf geschmissen wird und Kerosin mit den ganzen Additiven ist absolut nicht gesund. Aber das findet bei allen Flughäfen statt. Und zwar nicht nur, wie ich früher gedacht habe, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt im Fahrwerk oder man nicht normal landen könnte. Nein, das wird ganz normal genehmigt abgelassen. Es gibt übrigens, also wenn jetzt größere Schwierigkeiten zu erwarten sind, extra Absprühgebiete. Wenn ihr so einen ganzen Tank, also wenn Sie noch Zeit genug haben und keinen Notfall haben, gibt es über den Schwarzwald so ein hübsches Gebiet, wo dann regelmäßig auch Schweizer Flugzeuge rüberfliegen und ihren Sprit ablassen. Die sind sehr begeistert, die Leute, die da wohnen. So, hier haben wir nochmal einen sogenannten Bauchsprüher in Nahaufnahme von Flugzeug zu Flugzeug, der hier so ein Röhrchen hat, wo er hier unten was rauslässt. Und auch dazu haben wir ein Bild, wie das in der Luft aussieht. Sogenannter Bauchsprüher. Hier eine vierstrahlige Maschine, die komischerweise aber mehrere Strahlen absondert, und zwar nicht da, wo sie sollte, weil die Turbinen sind da und da, und er macht aber da einen Streifen und da einen Streifen, das heißt neben der Turbine. Das können Sie gleich in der Nahaufnahme noch mal etwas besser sehen. Das heißt, was Sie hier erkennen, ist da eine Düse extra an der Flügelspitze und da dieses kleine Ding ist auch eine extra Düse. Und was Sie hier ein bisschen undeutlich vielleicht sehen, das ist der Abgasstrahl, der aber hier gar nicht groß kondensiert, aufgrund der geringen Entfernung auch kein Wunder, aber hier geht der Abgasstrahl ab. Und das ist eine extra Düse und das auch. Gut. Das ist jetzt ein kleineres Flugzeug mit einem Zusatzsprühtank, der da untergeschraubt ist, wo dann also hier Luft eindringt und quasi das Gemisch hinten rausreißt. Ja, hier haben wir nochmal so einen Hecksprüher, der eine Vorrichtung hat, der da hinten seltsame Sachen ablässt. Ich meine, diese Dinge sind ja auch verwandt worden damals im Vietnamkrieg, wo man also Agent Orange zur Entlaubung den Leuten auf den Kopf geworfen hat, wo heute noch Missgeburten zur Welt kommen ohne Ende. Und die Amerikaner, da gibt es einen Dokumentarfilm, der sogar im deutschen Fernsehen gezeigt wurde, damals durfte man das anscheinend noch, zeigt, dass die sogar extra bei Böhringer die Chargen eingekauft haben von Agent Orange, die möglichst stark mit Dioxin verseucht waren.
Und in diesem Film fragte man dann so einen General, weil einer seiner Söhne, der auch Dienst tat in Vietnam, dann an diesem Zeug eingegangen ist, wie er sich denn fühlen würde. Er ist natürlich ohne Kommentar weitergegangen, aber naja. Ja, hier nochmal ein Flugzeug, also vierstrahlige Maschine, wo man erwarten könnte, dass hier, da und da und da was kommt, aber es kommt an ganz anderen Stellen was raus. Das ist eine Fertigungsstätte für Behälter, für Chemtrail-Pulverstäube. Das ist nochmal ein sehr schönes Flugzeugchen, wo man auch denkt, also Notlandung wäre da angebracht. Und hier haben wir nochmal einen, in der Vergrößerung dann hier auch, der eine ganze Menge Streifen absondert und differenziert. Hier eine ganze Fächergeschichte. Die Maschine selber hat also vier Motoren, aber man zählt hier 1, 2, 3, 4, 5. Also mindestens der mittlere. Ist komisch. Es kann aber auch sein, dass eine ganze Batterie an Sprühvorrichtungen hat, weil das hier sehr nah am Flugzeug eben schon anfängt alles. Also es gibt die verschiedensten Techniken. Hier auch wieder sehr hübsch. Fängt direkt an der Turbine an und mit Eiskristallen ist da wohl nichts. Hier könnte man auf die Idee kommen, manche Raucher können ja so Raucherringe, ne? Das übt er vielleicht gerade. Oder hier eine Maschine, die also im Stop and Go quasi sprüht, also Abriss, Sprühen, Abriss. Gibt es auch ein Video dazu, wo man das sehr schön sehen kann. Das ist ein sehr interessantes Foto insofern, weil hier, also erstmal fängt es direkt an der Turbine an und dann ist hier auch noch so ein komischer Nebenstreifen, wo es so aussieht, als wenn da zusätzlich noch irgendwas eingebracht wird. Und Sie sehen hier eine seltsame Verfärbung ins rötliche, grünliche hinein. Das ist so auch was Charakteristisches, eben durch die Reflexionen von Metallstäuben. Hier denkt man ja, da oben hat jemand eine Wurst gelegt, ne? Oder mehrere. Es sieht surrealistisch aus, aber das sind wirklich Aufnahmen, und zwar von einem Cargo-Flieger haben wir die meisten Aufnahmen, der sich sogar mit Namen geoutet hat, der uns die 600 Aufnahmen besorgt hat, weil der fliegt immer schön hin und her und schießt dann Fotos von der Kanzel aus. Irre, ne? Und das soll alles ganz normal sein. Also alles, was ich jetzt erzähle, ist reine Verschwörungstheorie. Mal über den Wolken. Man sieht eben, wie lange das steht auch. Ne? Und immer wieder das Charakteristikum direkt an den Düsen fängt es an. Da. Volle Breite. Hier erkennt man die Flugzeuge kaum. Den riesen Ausstoß. Da das ganz kleine Flugzeugchen. Hier ein sehr interessantes Flugzeug mit schwarzem Ausstoß. Dazu habe ich sogar ein Dokument. Das nennt sich nämlich Carbon Dust. Das heißt Kohlenstoffstaub. Da haben wir es. In the paper Weather Modification by Carbon Dust. Also Wettermodifikation durch Kohlenstaub. Ne? Wir kriegen ja ab und zu mal ganz gute Papiere zugespielt. Weil einigen Leuten, die an diesen Aktionen mitmachen, scheinen das auch nicht mehr so ganz witzig zu finden, was sich da abspielt da oben. Hier ist nochmal ein kleines Filmchen, was man sich auch im Internet runterziehen kann. You're about to watch a very real chemtrail plane photographed at the Arnold Palmer Airport in Latrobe, Pennsylvania. This particular plane is owned by Battelle Labs, one of the largest defense contracting companies in the world, and is instrumental in the chemtrail program that has been implemented over the past 10 years or so. What you got? Also ich spiele nicht die ganzen Filmchen, das dauert sonst zu lange. So, was finden wir in den Proben? Es gibt inzwischen eine Menge Material auf amerikanischen Seiten, natürlich die Masse, aber auch englische, italienische, Niederlande, Schweizer, sonst was, wo sie Filmchen sich rauf und runter angucken können. Das ist jetzt auch so ein Anfangsteil von so einem Film. Also was finden wir? Barium, Aluminium, Quarze, Thorium, Ethylendibromide, was ich eben schon erwähnt habe, Viren, Bakterien. Das sollte man eigentlich nicht alles erwarten. Also es gibt auch Analysen, wo man also Proben abgefangen hat. Auf der Seite carnicom.com in den USA kann man also unheimlich gute Studien dazu lesen, also auch wo Ärzte Sachen geschrieben haben, wo Chemiker was geschrieben haben. Also dieser Herr Carnicom
ist selber also auch Chemiker. Ich habe also auch da am Tisch noch ein paar DVDs liegen oder CD-ROMs von ihm, wo also auch eine Ärztin mit drauf ist, die Aussagen macht. Die sagt zum Beispiel, dass sie bisher in einem großen Krankenhaus gearbeitet hat und also bisher nichts sagen durfte über die Dinge, aber jetzt hat sie da gekündigt und jetzt macht sie den Mund auf und erzählt mal, was überhaupt stattfindet und was für Krankheitsbilder. Und sie sagt auch, wodurch man sich schützen kann oder die Auswirkungen geringer halten kann. Hier haben wir nochmal eine interessante Kurve, habe ich mal rausfotografiert aus so einem Film, und zwar von sogenannten Peaks von Aluminium, also wo eben sehr starke Aluminiumwerte in Oberflächenwässern gefunden wurden. Also zum Beispiel auch in Wasserspeichern, die für die Trinkwasserversorgung da sind. Es gibt auch ein Interview mit Rosalie Bertell, also einer anerkannten Wissenschaftlerin, die jetzt zwar schon in Rente ist, aber die also ein Video-Interview gibt, was man sich im Internet auch angucken kann. Ich kann das jetzt nicht alles vorspielen, weil es zu lange dauert, aber die explizit alles erwähnt, was da stattfindet und, und. Also hier Peaks dann mit Barium. Gab es übrigens auch einen Film im amerikanischen Fernsehen schon, immerhin auf NBC-TV. So was wird ja hier überhaupt noch nicht berichtet. Also immerhin haben die da solche Werte schon mal gezeigt, dass da so gewaltige Peaks auftraten. Und mal sehen, wie die Zeit hinkommt. Vielleicht spiele ich da nachher nochmal so ein Filmchen vor. Was auch interessant ist, man hat also die Entfernungswerte, also die Sichtweitenvorschriften geändert in den USA. Und zwar, ich meine, ungefähr auf das Dreifache. Weil es wurde ja immer milchiger, immer trüber und insofern kam man mit den bisherigen Sichtweitengeschichten nicht klar. Und jetzt hat sich mal einer die Mühe gemacht und mal eine Korrelation hergestellt zwischen Sichtweiten und Todesfällen. Und zwar in den Gegenden, wo also im Durchschnitt höhere Sichtweiten waren, waren auch die geringsten Todesfälle. Also hier ist die Sichtbarkeit in Meilen eben aufgetragen. Und 60 Meilen haben sie sehr wenig Mortalitätsfälle, die auf dieser Achse aufgeführt sind. Und je weniger weit man gucken kann, also 2,8 Kilometer zum Beispiel, sind wesentlich höhere Todesraten. Das heißt jetzt nicht, dass das jetzt alles von Chemtrails kommen muss. Das ist natürlich auch in Ballungsgebieten Smog und so weiter so. Aber was schon komisch stimmt, ist Folgendes. In der EU haben wir jetzt ja eine Riesendiskussion seit etlichen Jahren über Feinstaub. Wobei, wir haben jetzt auch nicht unbedingt schlimmere und noch mehr Autos hier am Fahren. Die gewaltigen Anstiege an Feinstaub sind nicht erklärbar durch den Autoverkehr. Es ist zwar richtig, dass die Diesel, die alten Dieselstinker, weniger gefährlich für den Menschen waren wie die neuen, weil die neuen also noch feinere Stäube machen, die also so tief in die Lunge eindringen, dass sie da eher noch ungesünder sind. Und das ist überhaupt das Problem mit den ganzen Nano- und Kleinstpartikeln, dass der Mensch da gar nicht vom Organismus für gebaut ist. Warum macht man das überhaupt, das Ganze? Also es gibt ja ein multiples System, was da oben stattfindet. Also einer der Gründe ist folgender, das werde ich nachher bei Harp nochmal eben genauer erzählen, dass man am Himmel durch diese Materialien, die man aussprüht, leitende Materialien schafft, also Barium zum Beispiel, und dann mit einer Anlage, also das werde ich bei Harp dann erzählen, einen künstlichen Spiegel da quasi, den man auch sogar richten kann, errichten kann. Und dadurch können sie dann mit Radarantennen das davon reflektieren und sogenanntes Überkopfradar machen, wo sie also dann fürs Militär interessant wesentlich besser die Gegend abbilden können. Also gegen tieffliegende Raketen oder sonst was oder Gefechtsfeldabbildung dreidimensional. Die können also heute sagenhaft tolle Sachen treiben. Aber das bringe ich dann mal bei der Harp-Sache. Bleiben wir erstmal bei den chemischen Streifen. Da haben wir hier dann nochmal, was passiert denn mit uns gesundheitlich? Was ist in den Chemtrails enthalten? Also aus den Analysen der Streifen sind folgende Inhaltsstoffe gefunden worden. Das sind also Untersuchungen in Amerika, die meisten natürlich gewesen, aber teilweise auch in Europa hat schon einiges stattgefunden. Also zum Beispiel hat Herr Diebel hier auch also Schneeproben untersucht, Wasserproben in Deutschland, wo ich nachher auch noch ein paar Bildchen zu zeigen kann. Also Aluminiumverbindung und Bariumsalze, letztere sind für das Absinken der Luftfeuchtigkeit an Sprühtagen verantwortlich. Also wenn Sie mal gucken und massive Sprühtage haben, dann können Sie feststellen, dass tatsächlich die Luftfeuchtigkeit gewaltig runtergeht, verbunden mit Kälteeinbrüchen, relativ rapide. Dann Ethylen,
die Bromide, die Bromethane, die im Jahr 1984, hatte ich schon vorhin erwähnt, verboten wurden. Es ist ein krebserregender Treibstoffzusatz und ein Insektizid mit einem chloroformähnlichen Geruch. Dann Enterobacteriaceae, Darmbakterien. Sie beinhalten E. coli und Salmonellen, die im Falle von Lebensmittelvergiftung und die Verursacher sind. Da fragt man sich natürlich, wieso kommt da sowas runter? Meines Wissens ist es also verboten seit einiger Zeit, dass die da ihren Kram einfach so ablassen. Ähnlich wie das also auch die Züge früher gemacht haben. Also jede Menge Zeug, ich will das jetzt gar nicht alles vorlesen, was da eben in Proben schon gefunden wurde. Eben Sachen, die auch Lungenentzündung verursachten, Pilzgeschichten und, Bakterien, giftige Schimmelpilze. So. Das heißt nicht, dass das jetzt alles aus Chemtrails kommen muss, aber es ist schon sehr komisch, was für Sachen da gemessen wurden. Was für Auswirkungen hat das? In Deutschland hat im Jahr 2003 Bild-Zeitung sogar geschrieben, es gab gewaltige Schleimhautreizungen, es gab Bindehautentzündungen, großen, also epidemieartig fast. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der leider vorletztes Jahr gestorben ist, und zwar der war in der Bundesrepublik zuständig für die ABC-Schutzbauten, also für die Bauten, die für atomare, biologische und chemische Waffen zuständig waren. Und der hat sich die Mühe gemacht, weil ihm das alles schon sehr komisch vorkam, mal zu hinterfragen, als Pensionierter, was denn da abgegangen ist. Und da, wo diese Epidemie auftrat, waren alle Soldaten, die sich draußen aufhielten an 20 Bundeswehrstandorten, hatten plötzlich diese Krankheiten. Die haben die Standorte dann geschlossen. Also 20 Standorte mussten geschlossen werden für diese Krankheitszeit. Und er fragte sich natürlich auch, was ist da los, hat sich versucht durchzufragen und durch seine Verbindung, aber ist dann auch ziemlich aufgelaufen. Aber der hatte auch noch andere interessante Sachen zu erzählen, der Mann. So. Also man findet da eine Menge Material. Also wenn Sie sich über Gesundheit, Auswirkungen informieren wollen, gehen Sie mal auf meine Seite chemtrail.de. Da finden Sie unter Links dann unter anderem auch noch eine Seite VitaSwing, aber das können Sie ja selber gucken. Da ist lang und breit erklärt, wie man sich verhält und was man als Hilfe machen kann. Hier sind noch mal ein paar Streifen, die ganz interessant darstellen. Also ein Flieger, der jetzt hier von da nach da fliegt. Dann ein weiteres Bild, in einem anderen Tag aber wohl, aber eine Bilderfolge, die hintereinander zu sehen ist. Und zwar einmal haben wir hier einen Flieger mit einem langen Streifen. Und das nächste Foto zeigt dann was ganz Interessantes. Da ist dann nämlich, und wenn Sie ganz viel Glück haben, erwischen Sie sowas auch mal, den einen, der gerade verschwunden ist in der Wolke, und plötzlich haben wir hier noch einen, der hat gar keinen Streifen. Und sowas geht physikalisch nicht. Sie können in einer Höhe, und in etwa in einer Höhe befindet sich das, nicht plötzlich hier ganz wenig Luftfeuchtigkeit haben oder wärmer und da plötzlich viel Luftfeuchtigkeit und kalt. Das gibt's nicht. Es gibt zwar Erscheinungen, wenn Sie mal einen Streifen abgerissen haben, sagen wir, der ist hier unterbrochen. Das kann sein, dass, sagen wir, Luftströmungen aufsteigen mit wärmerem Luftgehalt, die dann die Eiskristalle vorher auflösen. Das kann es geben. Ne? Aber sowas ist absolut irre, also das gibt's einfach nicht. Also hier ist was Faules im Spiel, da ist irgendwas drin enthalten, was nichts mit Eis zu tun hat. Wir haben hier nochmal einen interessanten Artikel, die Frau, ist mir leider nicht gelungen, dass ich die hätte ich sonst hier gerne mit gehabt heute. Und zwar, die hat einen ganz interessanten Beruf. Und zwar diese Frau ist, also die 59-jährige Marketingchefin und Pressesprecherin der Singapore Airlines, ist seit 40 Jahren in der Flugbranche, schon immer faszinierte der Himmel die Zürcherin, also ist ja gar nicht so weit weg. Und die sagt eben, ich will jetzt nicht den ganzen Text vorlesen, aber dass ihr eben ein paar ganz komische Sachen aufgefallen sind. Also sie hat halt auch diese Kondensstreifen, die sie für keine mehr hält, gesehen, und sie sagt ja eben, da sie ja kundig ist in der Branche, das ist nicht normal und so weiter, sie sagt dann eben, was läuft da ab? Die Chemikalien gefährden unsere Gesundheit. Im August 2005 arbeitete ich im Garten. Der Himmel hing voller Chemtrails. 36 Stunden später hatte ich Muskelschmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Nasenbluten und Augenbrennen. Was der Arzt in meinem Blut fand, konnte er nicht identifizieren. Gartennachbarn erlebten dasselbe. Der Apotheker in Gümlingen-BE war konsterniert, als ich ihm von den Chemtrails erzählte. Mehrere Kunden aus der Region hatten ihn wegen der gleichen Symptome aufgesucht. Das muss sofort aufhören. Also immerhin sagt hier mal eine, die also in der richtigen Branche auch noch ist, was. Ich denke, die hat bestimmt einen auf den Deckel gekriegt wegen dem
wegen dem Artikel, weil es soll ja alles Verschwörungstheorie bleiben. Ja, was ist wichtig für uns? Ich meine, ich habe einen Hinweis, die Zeit gibt es nicht her, jetzt absolut die 100 Tipps zu geben. Also ich kann nur sagen, wer im Auto unterwegs ist, sollte sich so verhalten, dass wenn er durch einen Tunnel fährt. Lüftung zu. Natürlich müssen Sie zwischendurch mal Luft reinlassen, damit Sie nicht ersticken. Aber lassen Sie nicht sich ständig von der sogenannten Frischluft, weil sie ist keine Frischluft mehr, berieseln. Wenn Sie zu Hause sind, ist es schon mal günstiger, weil die Staubpartikel dann natürlich nach und nach absinken. Wenn Sie was dazu tun wollen, die Staubpartikel schneller zum Absinken zu bekommen, dann kaufen Sie sich, können Sie teilweise schon für, also ich glaube 49 Euro beim Konrad-Versand gibt es also so ein Ionisationsgerät, was also auch ganz wenig verbraucht und keine Geräusche groß macht, kaufen. Und das sorgt dafür, dass alle Feinstaubpartikel sich zusammenklumpen und dann quasi runterfallen. Dann atmen sie die zumindest nicht mehr ein. Also das wären jetzt so zwei Soforttipps. Was man in gesundheitlicher Hinsicht tun kann, ist natürlich, also gesunde Lebensführung ist ganz klar, das ist das Allerwichtigste. Weil wir können diesen ganzen Kram nur gut überstehen, wenn wir unser Immunsystem in Ordnung haben. Aber das gilt natürlich generell. Man kann also auf unseren Seiten und auf weiterführenden Seiten die ganzen Patente auch abrufen. Also ich werde gleich ein ganz paar Bildchen nochmal zeigen, weil ich das für eminent wichtig halte. Weil Leute, die das anzweifeln, wollen ja Fakten sehen. Und Fakten sind einfach Patente, Aussagen und solche Dinge. Ich denke, also eine kurze Szene von Bublat. Um ein halbes Grad Celsius ab. Und das wollen einige Forscher nachahmen. Flugzeuge zum Beispiel sollen Schwefel in die obere Atmosphäre bringen. Das Schwefelpulver wird dem Kerosin beigemischt und bei der Verbrennung in den Triebwerken entsteht dann Schwefeldioxid, wie bei einem Vulkanausbruch. Die Schwefeldioxidteilchen streuen das Sonnenlicht und reduzieren die auf der Erde ankommende Strahlung. Entlang der weltweiten Flugrouten soll das Gas global verteilt werden und die Erderwärmung bremsen oder sogar stoppen. Doch Schwefeldioxid ist giftig. Zwar behaupten die Befürworter, in so großer Höhe sei die Lebensdauer des Gases zu kurz für ein Absinken auf die Erdoberfläche. Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht. Umschichtungen in der Atmosphäre könnten für eine böse Überraschung sorgen. Also das, was ich vorhin eben angedeutet hatte schon, heute will man uns das verkaufen, als wenn das alles ganz neu wäre. Und in Wirklichkeit sind das alles uralte Kamellen und es wird so dargestellt, dass was jetzt schon lange stattfindet, könnte demnächst mal angewandt werden. Und das ist natürlich nicht der Fall. So, und zwar dieses IPCC, hatte ich vorhin schon erwähnt. Hier gibt es ein Patent von 1975 von der Navy, was explizit beschreibt, was da geplant ist. Und zwar einmal im Text, den lese ich gleich mal vor, aber Sie können sich das Bildchen da unten mal angucken. Da sehen Sie einen Behälter, wo hier Luft einströmt, da ausströmt und hier Stoffe zugefügt werden. Ich muss das nochmal eben vergrößern. Und da ist eben im Detail dargestellt, wie dieses Pulver dann durch so einen Schneckentrieb vorgetrieben wird, durch Druck zerstäubt wird und so weiter. Und das ist hier im Text genau beschrieben. Ne? Light Scattering Patterns, Powder Particles und so weiter. Also lichtreflektierende Pigmente von Pulverpartikeln, um quasi eine Rückstrahlung der Sonne und so weiter. Wird also dispensed von einer Mühle und so weiter. Also wird der ganze technische Vorgang hier beschrieben. Davon haben wir 220 Patente, die im Detail beschreiben, wie die Düsen beschaffen sein müssen und so weiter und so fort. Also diese Mühe macht man sich wahrscheinlich nicht, wenn man das nicht anwenden will. Das blende ich jetzt nicht ein, das hatte ich vorhin erwähnt. Hier haben wir von 1986 ein Initial Report on Weather Modification Activities. Das heißt, 1986 wurde schon explizit immer ein Blatt gemacht, wenn bestimmte Sachen stattfanden. Das ist ein Dokument aus den USA. Die India Daily beschreibt Artificial Cloud, Artificial Cosmic Radiation and Control Experiments, the new military weapon. Das heißt, mit Wolkenveränderungen, mit kosmischer Radiation, also Strahlungsveränderungen und Contrail, also eben Düsenausstoß-Experimenten,
hat man eine neue militärische Waffe geschaffen und so weiter. Ne? 10. Januar 2007. Übrigens hat die selbe India Daily 2 Tage nach dem Tsunami geschrieben, aber das habe ich glaube ich schon erwähnt mit dem Was is Tsunami Man-Made. So. Da haben wir jetzt noch ein paar. Ich glaube, das hast du nicht erwähnt. Nein, habe ich das noch nicht. Nein, gut. Also, nach diesem fürchterlichen Tsunami schrieb die India Daily Was this tsunami man-made? Und zwar 2 Tage danach, am 28.12.04. Sie schrieben dann weiter, wollte uns eine große ausländische Macht zeigen, zu was sie fähig ist. Unsere Marine ist aufgefordert, zu untersuchen, was es wirklich war. Die Länder da hinten, die betroffen waren, haben also eine interne Untersuchung dieser Zustände gemacht, die bis jetzt für geheim erklärt ist. Wir wissen nicht, was da stattgefunden hat. Auf jeden Fall hat India Daily sowas offen geschrieben. Kein Wort hier in der Presse davon. Über solche Dinge. Ein Papier von Edward Teller, Global Warming and Ice Ages, das heißt globale Erwärmung und Eiszeiten, wo er explizit vorschlägt, was man zu tun hat. Und zwar eben auch nur mit 1% der Kosten, die es die Amerikaner sonst kosten würde, Kohlendioxideinsparungen zu machen, Filter einzubauen und. Dafür verspricht er, dieses Light Scattering zu betreiben, also im Prinzip. Die Erde braucht einen Sonnenschirm, hat er damals geschrieben. Und da sind eben diese ganzen Sachen vorgeschlagen. Russische Wissenschaftler schlagen dasselbe vor, anscheinend abgesprochen. Da russische Wissenschaftler schlagen Methode zur Verhinderung globaler Klimaerwärmung vor. In einer Höhe bis zu 14 Kilometern über der Erde muss von Flugzeugen aus eine dünne Aerosolschicht aus schwefelhaltigen Teilchen mit einem Durchmesser zwischen 0,25 und 0,5 Mikrometern versprüht werden, sagte Akademiemitglied Juri Israel und so weiter und so fort. Dann Dennis Kucinich, der damals Präsidentschaftsanwärter der Demokratischen Partei war, hat im Jahr 2001 einen sogenannten Space Preservation Act eingebracht ins amerikanische Parlament, in dem explizit erwähnt ist, Chemtrails sind zu verbieten. Ein weiterer Space Preservation Act von Michael Castle im Jahr 2005 hier. Aber 03 hat er den schon mal eingebracht, wo er ganz klar schreibt, zu verbieten sind also Aerosol, Chemikalien oder biologische Agenzien und so weiter. Er nennt direkt, also CHEF, was ich vorhin erwähnt habe, also als reflektierende Partikeln, er erwähnt aber auch Cloud Seeding, also Wolken melken oder impfen, Wettermanipulation, Electromagnetic Radiation, Skalar- oder Plastik-Weapons, das ist HAARP und diese Dinge. Und er erwähnt auch, biologische Sachen auszubringen und. Er erwähnt explizit auch Chemtrails. Also er hat hier irgendwo Chemtrails auch mit dabei. Und das hat also auch schon sein Vorgänger geschrieben gehabt. So, das ist dieser Space Preservation Act von 2001. Der ist also eingereicht worden, hier oben von Kucinich. Übrigens derselbe Kucinich, und das hat man in unserer Presse auch nicht erwähnt, der im April letzten Jahres schon ein Amtsenthebungsverfahren angestrengt hat gegen Cheney. Und der Ende, das können Sie sich alles im Internet unter YouTube angucken. Sie können auch auf die Seite von Dennis Kucinich gehen, und der ist dieses Mal wieder Präsidentschaftsanwärter. Das heißt, das ist kein Verrückter. Und dieser Mann hat diesen Space Preservation Act geschrieben, in dem er explizit erwähnt, ich will das jetzt nicht alles vordüdeln, aber wir haben hier ein paar Punkte, und da kommen wir gleich, wo direkt Chemtrails drinstehen. Da. Chemtrails sind zu echten. Elektronische Psychotronik oder Information Weapons, das heißt Mind-Control-Waffen. Er benennt auch direkt Mind-Control, das heißt, da kommen wir gleich noch drauf bei HAARP. Gut, dann lasse ich es mal dabei bewenden. Also ich hatte noch Material ohne Ende, aber die Zeit drängelt ja trotzdem. Dann machen wir jetzt mal eben eine Pause. Gut, herzlichen Dank. Danke. So. Also weiter geht's im Text. Und zwar, im Prinzip fing es in Russland an, das Ganze. Die Amerikaner haben in Gakona, Alaska, eine große Antennenanlage stehen, die
die die Ionosphäre mit Energie aufheizt. Aber die Russen waren da viel früher dran. Die haben nämlich im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg schon deutsche Radartechniker übernommen. So, also im schnellen Überlauf mal. Das waren die Großantennen, die die Deutschen damals schon hatten im Zweiten Weltkrieg. Und das sind die Großantennen, die die Russen bei Tschernobyl aufgestellt hatten. Mit diesen Antennen hat man nicht nur Überkopfradar gemacht. Also Überkopfradar heißt, man kann eben sehr gut feindliche anfliegende Flugzeuge, Raketen oder sonst was besser feststellen, sondern man hat angefangen damit, ganz andere Dinge zu treiben. Die Russen haben sehr früh mit diesen riesigen Antennen, die Sie hier sehen, angefangen, die Amerikaner zu bestrahlen. Und zwar Wetteränderungen, Mind-Control-Geschichten, also Verhaltensänderungen und so weiter. Ganz kurz mal. Die Sowjets waren schon seit langem am Werk Nikola Teslas interessiert. Nikola Tesla ist also einer der hervorragenden Forscher, der also damals schon also die Radiowellen erfunden hat, damals schon den Amerikanern versprochen hat, ich kann euch eine Waffe liefern, und das war so ein knapp 1900 Paar zerquetschte, die Flugzeuge vom Himmel runterholen kann und so weiter. Also am 4. Juli 1976 zahlte sich dieses Interesse der Russen aus. Die Sowjets begannen mit der Übertragung und zündeten in Tschernobyl 7 Tesla-Verstärker-Sendegeräte, die 10 Hertz Energie in die Ionosphäre strahlten und eine energetische stehende Welle erzeugten, die von Chile bis Alaska reichte. Gleichzeitig koordinierten 3 sowjetische Satelliten diese Bestrahlung der oberen Atmosphäre. Diese Signale wurden auf der ganzen Welt bemerkt und wurden als russischer Specht bekannt, also das sogenannte Woodpecker-Signal. So, ich mache jetzt ganz schnelle Sprünge. Den Russen ist bei diesen Versuchen... Also die haben ihre normalen Antennenanlagen erst benutzt, die normalen Radarantennen, und deswegen haben die Amerikaner auch lange überhaupt nichts gemerkt. Denen ist dann also ein schlimmer Unfall passiert. Sie können das im Detail auf meiner Internetseite nachlesen. Und zwar ist denen bei einem Rückschlag dieses gewaltigen Impulses, den sie abgestrahlt haben, eine Atommülldeponie in die Luft geflogen. Und weite Gebiete in Russland sind verstrahlt worden, ganze Dörfer sind getilgt worden, die Leute umgesiedelt worden. Und so weiter. Also die hatten schon Erfahrungen mit diesen Dingen. Und im ganz schnellen Sprung jetzt mal, sie haben versucht dann auch Erdbeben zu erzeugen in Los Angeles und im Großraum da. Das funktioniert so, dass man an den Erdschollen, die aufeinander treffen, die so lange kitzeln kann mit Schwingungen, mit ganz niederfrequenten Schwingungen, dass man sowas provozieren kann. Man könnte es aber auch positiv nutzen, man könnte auch Erdbeben in kleinerem Maßstab auslösen, die sowieso irgendwann mal kommen, weil irgendwann wird die Spannung so hoch, dass es ein ganz großes Erdbeben gibt. Aber das ist eben so benutzt worden, um andere Staaten zu schädigen. Also eine Sache, Wetteränderung, zweite Sache, Mind Control. In den 60er Jahren haben die Russen damit schon angefangen, die amerikanische Botschaft zu bestrahlen. Das ging so weit, dass haben die Amerikaner irgendwann auch gemerkt, dass also einige der Botschaftsangehörigen dann sogar blutende Nasen, blutende aus den Ohren und all solche Sachen hatten. So, ich weiß, das klingt alles ungeheuerlich, aber die normale Story, die uns erzählt wird über Tschernobyl, ist falsch. So, ich bin auf einen Artikel von Professor Lengfelder gestoßen im Jahr 2003, der öfter Fahrten mit Journalisten nach Tschernobyl. Und da hat eine Journalistin gefragt, was sind das denn für riesige Antennen, die ich Ihnen eben gezeigt habe? Und die Antwort von Professor Lengfelder, der beim Otto-Hug-Strahlen-Institut in München arbeitet, also Fachmann ist in dem Gebiet, sagte, ja, das ist das Gegenstück zum Star-Wars-Programm der Amerikaner. Es sollten hier nicht nur diese 600 Meter langen, 150 Meter hohen Antennen stehen, sondern es sollten in einem Durchmesser von 35 Kilometern nur solche Antennen stehen, und zum Energiebedarf dieser riesigen Antennenanlagen mit Gigawatt sollten 16 Atomkraftwerke entstehen. Das ist Fakt. Das heißt, es findet schon seit Jahrzehnten ein Krieg statt über unseren Köpfen, der nicht deklariert wird, der, wo sich West und Ost einig sind und auch die internationale Atomenergiebehörde nichts dazu sagt, weil wenn sie das ihren Völkern mitteilt, was wirklich stattfindet, würden die alle aus dem Amt holen. Also, es ist Folgendes passiert, die fingen also an den USA da
die Wellen zu erzeugen. Und die USA haben zusammen, sie sagen, mit einem kleinen befreundeten Staat, damit kann sich es eigentlich nur um Israel handeln, weil die auch Hochtechnologie haben, dagegen gehalten und haben dann im Prinzip die Welle zurückgeschickt und zu einem 20-sekündigen Erdbeben ist es gekommen in Tschernobyl. Es hat bläuliche Lichterscheinungen im Reaktorgebäude gegeben und dann sind 96% des gesamten radioaktiven Inventars wie aus einem Kanonenrohr nach oben rausgeschossen. Ich habe einen Film dazu, den kann ich jetzt auch nicht zeigen, es gibt die Zeit nicht her. Auf wen das interessiert, dem kann ich den zuschicken. So, das sind also diese Anlagen, die da standen. Um da mal ganz kurz drauf einzugehen, also das ist hier diese Sendeantenne, die also dann die Wellen abgibt. Hier ist ein Erdungsfeld, wo also für solche Fälle, wenn mal was schief geht, die Energie abgeleitet werden soll. Aber das hat eben nicht gereicht, weil die Amis dagegen gehalten haben. Und dann ist es zu einem riesigen Überschlag gekommen. Es hat also eine energetische Welle gegeben, die dann zu diesem Riesenunfall geführt hat. Das ist der wahre Grund von Tschernobyl. Und ich muss das deswegen erwähnen, weil die Amerikaner noch lange nicht so weit waren. Das ist eine weitere Anlage der Russen, der sogenannte Tesla-Howitzer, wo sie also mit Flugzeugen vom Himmel holen können und alles Mögliche. Übrigens haben die Russen damals die U-2 damit vom Himmel geholt. Also man kann irre viel Sachen damit machen. Nicht? Sie können also Projektile vom Himmel holen. Sie können ein künstliches energetisches Feld da oben schaffen, wo also keine Rakete durchfliegen kann, sondern dann sich selbst zerstört. Sie können mit Satelliten diese Strahlen freisetzen und Raketen in den Silos zerstören. Die ganze atomare Abschreckung ist im Prinzip ein Witz. Man kann heutzutage elektromagnetisch die gesamten Raketen, wenn man weiß, wo sie stehen, so in den Silos zerstören. Das ist auch wohl mit ein Grund, warum man den Reststaaten noch Atomwaffen gar nicht gestatten will. Als kleines Messerchen, weil die haben schon was viel Besseres. Khrushchev hat 62 schon gesagt vom eigenen Parlament, unsere Wissenschaftler haben eine Waffe in der Mache, die fürchterlicher als die Atombombe ist, aber keine Strahlung freisetzt. Die Russen haben dann Gespräche mit den Amerikanern ein paar Jahre später geführt, um zu einer internationalen Vereinbarung zu kommen, solche Sachen zu ächten. Das ist aber nicht passiert. Es hat 1977... Ich zeige noch mal so ein paar Sachen, die man auch machen kann. Also das ist jetzt, man kann über ganze Regionen ein Schutzschild, ich weiß, das klingt alles nach Perry Roden und Science Fiction, aber das ist alles machbar heute. Ein Schutzschild machen, wo keine Rakete und kein Flugzeug durchfliegen kann. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das sagt Leutnant Colonel Bearden, der ist Fachmann im Skalarsektor, der hält selbst Patente zu diesen Dingen. Das können Sie alles nachlesen auf der Seite Chenière. Aber das können Sie auf meiner Seite demnächst auch alles verfolgen. Ich habe auch ein Interview auf Secret TV dazu gegeben. Das ist jetzt hier so eine Schutzgeschichte über einer Region, die künstlich geschaffen wurde. Das sind alte Antennen von den Deutschen, die wollen wir jetzt nicht alle haben. Man kann mit verschiedenen Anlagen dann dafür sorgen, dass man ein Strahlungsband schafft, und im Kreuzungspunkt dieser Strahlungsbahn ist die gesamte Energie, die man da rein und losschickt, konzentrieren und entweder explosionsartig wirken lassen. Wir haben Patente auf unsere CD-ROM, die nennen sich Explosionen von der Stärke von Nuklearwaffen. Skalar. Das ist alles patentrechtlich schon klar. So. Also das war dieser Ausschnitt von dem Artikel von dem Professor Lenkfeld vom Otto-Guckstrahlen-Institut. Ich habe mir das bestätigen lassen von Herrn Pflugbeil, der also auch in der Anti-Atom-Szenerie arbeitet. Also das, daran können Sie sehen, diese riesen deutschen Antennen wurden im Prinzip nur nachgebaut, wenn man es genau nimmt. Und man hat mit dieser Technik eben fleißig weitergearbeitet. So, das ist der Einstieg jetzt zu dieser Habschose. Haben Sie schon mal so ein Bild gesehen in der Presse? War auch alles zensiert, das hat uns aus Russland jemand zugespielt. Die EU hat, bevor ich gleich zur Technik von Hab komme, 1998, meine ich, war das, eine Veranstaltung gemacht, um Hab zu ächten. Das heißt, es ging nicht nur um Hab, es ging also um alle strategischen Waffen, aber es war auch explizit Hab angesprochen, wo eben gesagt wurde, mit diesen Dingen kann man Wetter verändern, Mind Control betreiben, also mentale Veränderungen bei Menschen machen und. Man kann aber auch diese Technik positiv anwenden. Sie können auch Menschen damit heilen. Unter General de Gaulle waren die
Franzosen damals schon so weit, dass sie Krebs schwingungstechnisch heilen konnten. Das gefiel aber der Pharma nicht und wieder sind wir bei der Pharma. Ja. Und deswegen wurde das alles nicht umgesetzt. Man hat heute im medizinischen Gebiet unheimlich gute Möglichkeiten, aber die werden eben leider nicht genutzt. Weil mit anderen Dingen oder mit diesen Dingen eben Geld verdient werden soll. Das ist also ein Teil des Patents zur HAB, wo explizit drin steht, Weather Modification is possible, also Wettermodifikation ist möglich, zum Beispiel um die obere Atmosphäre zu ändern, um die Windgürtel zu ändern, die solare Absorption zu ändern und so weiter und so fort. Greenpeace hat erstaunlicherweise, wie wir die Oderflut hatten, festgestellt, dass sich die oberen Windgürtel geändert hatten. Und hat das zwar nicht benannt, dass der Hab was mit zu tun haben konnte, aber das haben dann andere hergestellt, die Verbindung. So, wie sieht die aus? Das ist die Anlage, die Amerikaner in Gekona, Alaska stehen haben. Also auch große Antennen mit riesiger Energie. Die werden aber nicht betrieben mit Atomkraft, sondern mit Gaskraft. Das ist der Welsbach-Erfinder, das ist nochmal so ein Chinese. Hier waren also dann Zeitungssachen in den USA, ein anderes Wettrüsten, Electromagnetic Frequency Weapons, ne, elektromagnetische Frequenzwaffen, darum geht's. In den USA wurde sowas durchaus berichtet, bei uns Schweigen im Walde. Also hier hat man nochmal so eine Einzelabbildung. Die haben also ein anderes System, die Amerikaner, als die Russen. Die können durch Frequenzverschiebungen und Phasenverschiebungen noch viel mehr Sachen treiben damit als die Russen. Und das wird natürlich alles als Forschungsprojekt deklariert, was ganz harmlos ist. Das ist jetzt eine Draufsicht von diesen ganzen Antennen. Also jedes dieser Kreuzchen ist eine Antenne. Die Anlage ist gewaltig erweitert worden und sie ist 2004 in Vollbetrieb gegangen. Das ist dieser Leutnant Colonel Bearden, wo es also ein Fachbuch dazu gibt, zu diesen Dingen. Ich habe also auch ein Buch, was sogar ins Deutsche schon übersetzt ist, auf dem Tisch ausliegen. Also wer das nicht glaubt, der kann das im Detail alles nachlesen. Er beschreibt das im Detail. Ein weiteres Buch, sehr interessant, Löcher im Himmel von Nick Begic. Der Nick Begic hat vor der EU einen Vortrag gehalten, eben zu diesen ganzen Techniken. Und daraufhin hat die EU eben gesagt, wir müssen da was tun. Das ist jetzt einer der Behälter, wo die Elektronik drin ist, von der HAB-Anlage. Also das war hier das Europäische Parlament über HAB. Innenansicht von den Schaltschränken da. Hier kann ich vielleicht nochmal eben kurz was das Europäische Parlament gesagt hat. Also, HAB ist für viele Zwecke einsetzbar. Durch Manipulation der elektrischen Eigenschaften in der Atmosphäre lassen sich gewaltige Kräfte kontrollieren. Wird dies als militärische Waffe eingesetzt, können die Folgen für den Feind verhängnisvoll sein. Durch HAB lässt sich ein fest umrissenes Gebiet millionenfach stärker mit Energie aufladen als mit irgendeiner anderen herkömmlichen Energiequelle. Also Manipulation der globalen Wetterverhältnisse wird genannt. Die Ionosphäre kann gefährdet werden. Große Löcher können auftreten, ist hier benannt. Deswegen nennt sich also das Buch von Gene Manning und Nick Begic ja auch Holes in the Sky, also Löcher im Himmel. Es ist zu mehreren Unfällen gekommen. Die USA hat einen Teil unserer Atmosphäre weggeblasen bei ein paar Sachen. Ich habe also einen Bericht von einem Mann, der selber Dienst in dieser Anlage getan hat, wo sie das getan haben. Das heißt, Teile der Story des Ozonlochs, was sie uns erzählen, stimmt so auch nicht. Das heißt, die ganzen elektromagnetischen Versuche, die da oben gemacht haben und die atomaren Atombombenversuche in der Stratosphäre, haben dazu nicht nur zur Verseuchung des Alls beigetragen, sondern auch zum Auseinanderreißen der Van Allen-Belts, also der Strahlungsgürtel um die Erde, die unsere Erde schützen, wie eine Eierschale quasi. Und wenn wir da dran rummanipulieren, ist das dermaßen gefährlich für alles Leben auf der Erde. Und einen Teil davon ernten wir jetzt wohl von diesen wahnsinnigen Versuchen, die da von den Großmächten getrieben werden. Bearden sagt, dass inzwischen also 8 Staaten solche Techniken besitzen, wobei also die Amerikaner und die Russen wohl die kräftigsten Anlagen haben dürften. Aber auch die Chinesen und die Inder und also alle potenten Staaten dürften das haben. Ich mache mal einen ganz kurzen Beitrag über die Atombombentests, die also mit da zu tun hatten, weil da wollten die ausprobieren, wie wirkt sich das aus. Probieren wir mal ein bisschen rum, die Zauberlehrlinge.
1962. Die USA starten 3 Atomraketen vom Johnston Atoll im Nordpazifik. Die Atombomben werden in 400 Kilometern Höhe gezündet. Die größte war 100-mal stärker als die Bombe auf Hiroshima. Sie explodierte mit einem gleißenden Lichtblitz. Dann raste ein sturmgeladener Teilchen auf die Erde zu. Dieser elektromagnetische Impuls war wie ein Wetterleuchten auf Hawaii zu sehen. Er zerstörte Kommunikationssysteme und überlastete Hochspannungsleitungen. Das Stromnetz brach zusammen. Auf Hawaii wurde es dunkel. Der erdnahe Weltraum wurde als strategisch wichtiges Gebiet erschlossen. Sowohl Russen als auch Amerikaner haben Atombombentests im Weltall durchgeführt. Immer waren es auch geheime militärische Missionen, die mit dem amerikanischen Shuttle wie auch in der russischen Mir erledigt wurden. Für die Öffentlichkeit stellte man die zivile Forschung betont heraus. Demonstrationen für das Fernsehpublikum sollten für die Raumfahrt werben und so die Finanzierung aus dem Steuertopf erleichtern. Aber 2001 rückte plötzlich die militärische Zielsetzung der Raumfahrt in den Vordergrund. Denn ein Abdecktuch, das Geräte der Mir vor Sonneneinstrahlung schützen sollte, hatte radioaktive Teilchen eingefangen. Sie bestanden auch aus Spaltprodukten von Uran. Die plausible Erklärung: Überreste von den Atombombentests der 60er Jahre im Weltraum. Ja, und es ist so, dass die Russen und die Amerikaner auch deutsche Techniker übernommen haben, und das waren nicht nur Wernher von Braun. Übrigens hat Wernher von Braun mal also einer Mitarbeiterin mitgeteilt, was damals schon bei Hitler-Deutschland geplant war. Das heißt, diese Raumstationen, die heute da rumkreisen, hatten die Deutschen schon vor. Und er hat damals sogar schon die Idee gehabt, dass man von da draußen eben mit Strahlenwaffen dann Gebiete beherrschen kann. Das ist alles nichts Neues. Also ich finde das jetzt nicht so toll, dass das eine deutsche Idee war, ne? Aber das wird eben so gemacht. Und was die uns hier vorspielen, von wegen, ja, da fliegt jetzt wieder ein Deutscher da oben mit, das sind zu 90% militärische Sachen, die da oben stattfinden. Das ist nicht mal eben so ein paar Versuche machen, die dann medizinisch ganz glorreich für uns sein können. Das ist in der Regel destruktiv und zerstörerisch, was da stattfindet. Ja, wir haben nicht nur diese Anlage da oben, es gibt mehrere Anlagen auf der Welt, unter anderem die sogenannte IceCat-Anlage, die in Norwegen steht. Das ist also jetzt eine Abbildung von der IceCat-Anlage. Sieht man ein bisschen schlecht, das sind hier die ganzen Antennen. Das ist also jetzt hier eine Fotografie da von der Ecke. Die haben also auch solche großen Schüsseln da stehen. Und das sind jetzt die Nordlichter, ne? Aber die kann man auch künstlich machen. Aber die sind natürlich auch normal da, weil da die Magnetfeldlinien eben der Erde sehr nahe kommen da oben. Und deswegen hat man eben aufgrund der Sonnenwinde und der gewaltigen Energien, die dann da niedergehen, halt diese Lichtionisationen. Also hier haben wir nochmal ein Bild, wie man von oben, das ist also ein Foto, das ist keine Fotomontage. Ich meine, das war in Australien, wo die also das... Die haben da so eine Messstation und da schießen die also automatisch immer Fotos, und da hat dann eines Tages da so ein hübsches Ding eingeschlagen. Übrigens haben die Amerikaner schon im Panama-Krieg mit Strahlenwaffen gearbeitet, was jetzt mit HAARP nicht direkt zu tun hat, aber die haben auch kleine Geräte, die im Kriegseinsatz am Gange sind. Also nicht nur da, sondern sie haben auch im Kosovo damit gearbeitet, sie haben im Irak, also wir haben Filmberichte aus dem Irak, wo so Mediziner berichten, wie sie Leute gefunden haben mit absolut undenkbaren Verletzungen, mit abgetrennten Armen und naja, sehr unschön, also und keine Kugeln und keine Splitter und nichts, also Leute, die quasi durch Strahlenwaffen filetiert wurden. Das gleiche hat Israel aber auch schon eingesetzt. Das ist in Deutschland ja ein Tabuthema, das darf man ja gar nicht erwähnen. Aber es ist halt so. Ein weiterer Effekt, der eingetreten ist, wie die HAARP-Anlage in Betrieb ging, gab es das sogenannte Tau-Hamm. Auch das wurde berichtet in Science. Do you hear what I hear? Nicht? Also ein komisches Geräusch, ein tiefes Brummen in Taos, macht also Dutzende von Leuten verrückt, weil das ganz tieffrequente Wellen sind, die da stattfinden. Die Auswirkungen auf den Menschen sind so: Unser menschlicher Organismus ist ja auf die Erdfrequenz eingeschwungen, die früher mal 7,8 Hertz war. Die Erde soll heute schon wesentlich höher schwingen. Und unsere gesamten Lebenssysteme ticken ja so.
Wenn man also beigeht und diese Frequenz erniedrigt, also eine Frequenz draufsetzt, dann werden wir immer schläfriger. Wir können uns wirklich bis zum Einschlafen bringen. Wenn man die Frequenz erhöht, kann man uns hektisch machen. Das heißt, Sie haben eine Klaviatur inzwischen, wo Sie mit ganzen Bevölkerungsteilen, Gruppen, Stadtteilen umgehen können. Frau Thatcher hat sowas gegen Arbeiterbezirke schon eingesetzt damals, wo also Unruhen befürchtet wurden, die Leute also quasi ein bisschen lahm zu machen. Das ist alles kein Science Fiction. Im Spiegel wurde vor ein paar Jahren vorgestellt, also ein Jeep von den Amerikanern bestückt mit einer Art Radarantenne, die man auch bei Demonstrationen einsetzen wollte. Das sind die sogenannten Non-Lethal Weapons, die alle zu diesem gesamten Aspekt gehören, wo man also sagt, eben nicht tödliche Waffen, man erzeugt 0,3 mm tief in der Haut dann eine Temperatur von 55 Grad und dann laufen die Leute schon weg. Ja. So, ich kann noch mal ein kurzes Filmbeitrag hier noch mal überhaupt bringen, der auf RTL 2 mal lief, das ist vielleicht ganz anschaulich. Sie haben doch bestimmt schon mal von der berühmten Area 51 gehört. Das ist eine amerikanische Militärbasis, auf der es angeblich außerirdisches Leben geben soll. Aber noch geheimnisvoller klingt das Projekt HAARP. HAARP ist eine Messstation, die in den eisigen Einöden Alaskas liegt und offiziell soll mit ihr die obere Atmosphäre erforscht werden. Doch derartigen Erklärungen schenken Umweltschützer und Verschwörungsfreaks gleichermaßen keinerlei Glauben. Sie vermuten hinter HAARP etwas ganz anderes. Amerikanische Offiziere auf dem Weg zu einer geheimen Besprechung. Ihr Thema HAARP, ein geheimnisumwittertes Projekt des US-amerikanischen Militärs. Dabei senden Antennen starke Radiowellen in die Ionosphäre, den Schutzmantel der Erde, angeblich zu Forschungszwecken. Eine Forschung, die mit der Gesundheit und dem Leben der Menschen spielt, so befürchten Kritiker. Die Radiowellen könnten die Ionosphäre durchlöchern. Dann trifft die gefährliche kosmische Strahlung auf die Erde. Die Menschen müssten sich mit Anzügen schützen. Weitere Horrorszenarien, Klimakatastrophen und die Verschiebung der magnetischen Pole. Die Folge? Vulkanausbrüche, Erdbeben und Lawinen. Und es kommt noch schlimmer. Die Militärs könnten die Strahlung verwenden, um Gedanken und Handlungen von Menschen gezielt zu beeinflussen. Vielleicht aber dient das angebliche Forschungsprogramm auch dazu, neuartige Waffen zu entwickeln. Alles nur wirre Verschwörungstheorien? Was verbirgt sich wirklich hinter HAARP? Im Norden von Alaska, in der Nähe des kleinen Städtchens Gaycona, befindet sich das rätselhafte Areal mit dem Namen HAARP. High Frequency Active Auroral Research Program. 180 Antennen, jeweils 24 Meter hoch, senden Radiowellen in die Ionosphäre. Offiziell dient dies der US Navy dazu, mit abgetauchten U-Booten in Funkkontakt zu bleiben. Die Strahlen, die die Antennen aussenden, werden von der Ionosphäre reflektiert und dringen bis tief ins Meer hinein. Mit herkömmlicher Technik ist das nicht möglich. Mit HAARP jedoch könnten die Militärs jederzeit die Verbindung halten. Im Falle eines Krieges ein großer strategischer Vorteil. Außerdem lässt sich auch der Funkverkehr des Gegners stören oder gänzlich verhindern. Ein weiterer Vorteil. Die Ionosphäre ist eine Schicht aus elektrisch geladenen Teilchen. Sie umhüllt die Erde in etwa 60 bis 1000 Kilometer Höhe. Gemeinsam mit dem Magnetfeld wirkt sie wie ein Schutzschild, das kosmische Strahlung und Sonnenstrahlen abhält. Da
Das Besondere an der Ionosphäre? Sie reflektiert Radiowellen, die so die Erdkrümmung überwinden. Das ist die Basis des weltweiten Funkverkehrs, der über die Ionosphäre stattfindet. Durch die extrem starken Radiowellen des HARP-Projektes wird die Schicht aufgeheizt. Sie dehnt sich aus. So könnten sich langfristig Löcher bilden, ähnlich wie das Ozonloch. Deshalb auch die Befürchtung der Kritiker, dass dann kosmische Strahlung ungehindert auf die Erde trifft und die Menschen gefährdet. Vorwürfe, die das US-Militär zurückweist. Unsere Kritiker haben sich über HARP und die Probleme, die das Projekt angeblich verursacht, geäußert. Wenn irgendjemand, eine Gruppe, Einzelpersonen, wer auch immer Bedenken haben, können sich diejenigen jederzeit die Anlage anschauen. Sie können mit unabhängigen Experten vorbeikommen, um sich anzuschauen, was wir hier tun. Wir haben absolut nichts zu verstecken. Wir sollten Leute aus allen wissenschaftlichen Bereichen dazu motivieren, die möglichen Konsequenzen dieser Technologie zu erforschen. Wir kennen die Auswirkungen überhaupt nicht. Ich finde nicht, dass wir blindlings solche Experimente machen sollten. Es würde sich ja auch niemand eine Pistole an den Kopf halten, um zu sehen, was passiert. Die Grundlage für die HARP-Technologie schuf der kroatische Wissenschaftler Nikola Tesla zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er war beteiligt an der Erfindung des Wechselstroms. 1901 baute er im amerikanischen Long Island einen speziellen Turm. Der sollte Signale senden und empfangen, völlig drahtlos. Dafür suchte Tesla nach einer Schicht in der Atmosphäre, die diese Signale reflektiert. Seine große Vision war es, hunderte von Türmen zu errichten. Sie sollten Maschinen mit Energie beliefern. Tesla glaubte, dass er die Ionosphäre zum Speichern dieser Energie nutzen könnte. Ein knappes Jahrhundert später bauen amerikanische Wissenschaftler auf diesen Erkenntnissen auf. Mittlerweile wissen die Forscher, die Ionosphäre eignet sich tatsächlich zur drahtlosen Übertragung von Signalen. Einer dieser Wissenschaftler, die sich mit der Ionosphäre befassen, ist der Plasmaphysiker Bernard Eastlund. Er entwickelte zahlreiche Patente für HARP. Eines davon mit dem Ziel, das Wetter zu manipulieren. Das Wetter zu erforschen ist für einen seriösen Wissenschaftler okay. Aber das Wetter verändern zu wollen, ist ein bisschen gefährlich, weil man sich damit der Lächerlichkeit preisgeben könnte. Das hatte ich natürlich im Hinterkopf, als ich das Patent entwarf. Aber ich hielt das Ganze für eine Chance, um das Wetter besser erforschen zu können. Vielleicht könnte es zukünftig einmal wichtig für die Menschheit sein, das Wetter verändern zu können. Mit HARP verfügen die Amerikaner also möglicherweise über die Technologie, das Wetter zu beeinflussen. Doch niemand weiß, ob sie tatsächlich angewandt wird. Kritische Wissenschaftler und Verschwörungstheoretiker sehen jedoch einen klaren Zusammenhang zwischen den Naturkatastrophen der letzten Jahre und den HARP-Antennen. Ja, also ich breche jetzt das mal hier ab, weil Herr Scheiner ja noch auch was erzählen will. Und insofern, denke ich, komme ich jetzt langsam zum Schluss. Also, wie gesagt, die NMOD-Konvention von 1977 nach schlimmen Erdbeben in Taxan, China und in anderen Stellen wurde beschlossen. Und das haben die Amerikaner sogar unterschrieben. Aber diese Vereinbarung ist dann 20 Jahre später aufgeweicht worden. 1997 interessanterweise, besagt Folgendes. Die Staaten der Welt sollten sich bereit finden, und das ist im Anhang 2 der NMOD-Konvention von 1977 steht das drin. Da wir jetzt ja folgende Dinge tun können. Öffnen von Vulkanen, Erregen von Tsunamis, Öffnen von Ozonlöchern, Lenken von Stürmen, sollten wir dafür sorgen, dass diese Techniken nicht angewandt werden. Das war 1977 schon möglich. Ja? Und es gibt eine ganze Reihe. Also Bludorf hat da einiges beschrieben, wo genau diese Effekte aufgetreten sind. In Taxan, China zum Beispiel, hat es um 3 Uhr nachts
plötzlich diese seltsamen Lichterscheinungen wiedergegeben, die eben darauf hindeuten, dass also gewaltige skalare Kräfte einwirken und danach eben das Erdbeben. Genau dasselbe in Tschernobyl. Und in diesem Film, den ich da habe, der so damals von, ich meine, Arte hat ihn gebracht, sagt also ein russischer Geowissenschaftler, der KGB hat uns vorgeschrieben, die und die Story zu erzählen. Und dann hat er ihm erzählt, dass es dieses Erdbeben gab und und. Aber gehen Sie dazu einfach auf meine Seite oder rufen Sie mich an oder kommen Sie bei mir nochmal an den Tisch. Wir haben also ein paar Filmchen da, deren Ausschnitte ich sonst noch gebracht hätte, wenn die Zeit das hergegeben hätte. Also der eine ist Macht über das Wetter, wo also diese Dinge schon geschildert werden, die vor 30, 40 Jahren schon gemacht haben, eben in England zum Beispiel ein ganzes Dorf absichtlich absaufen lassen, richtig mit einer künstlich erzeugten Flutwelle, indem sie 48 Stunden lang die Wolken geimpft haben. Alles aus Tests, wie kann man damit umgehen? Die Engländer haben bis in die späten 70er Jahre biologische Agenzien über ihre Bevölkerung freigesetzt. Die Amerikaner auch. Die Amerikaner haben während der Atomtests damals ihre eigene Bevölkerung mit Plutonium beaufschlagt. Ja? Sie haben die Leute sogar mit Plutonium gespritzt und so. Also wer noch das die Idee hat, Regierungen tun sowas nicht, mit den eigenen Leuten auch nicht, der irrt. Also Leute, steht auf, tragt die Botschaft weiter, geht in die Parteibüros rein, knallt den Leuten diese Fakten mal auf den Tisch und sagt, wir lassen uns nicht mehr verarschen. Ja? Und der Druck muss her. Wir wollen ja nicht gewalttätig werden, wir wollen positiv in die Zukunft gucken und die Zukunft ist hell und das Helle besiegt das Dunkle. Und so will ich auch damit schließen. Helft mit bei der Verbreitung der Informationen, die wir jetzt übers Internet haben, weil die öffentlichen Medien müssen dazu gebracht werden, dazu gezwungen werden, dass irgendwann die Leute sagen, ich bestelle meine Zeitung ab, ihr berichtet ja nichts. Ja? Wieso berichtet ihr darüber nicht? Also das muss einfach nicht nur verinnerlicht werden, sondern raus. Steckt die Leute an, macht es zu einer Bewegung und dieser Tag bringt ja schon wieder eine ganze Ecke die Thematik nach vorne. Vielen Dank.